Die Erinnerung an Torre di Venere ist atmosphärisch unangenehm. Ärger, Gereiztheit, Überspannung lagen von Anfang an in der Luft. Und zum Schluss kam dann der Schock mit diesem schrecklichen Cipolla, in dessen Person sich das eigentümlich Bösartige der Stimmung auf verhängnishafte und übrigens menschlich sehr eindrucksvolle Weise zu verkörpern und bedrohlich zusammenzudrängen schien, das bei dem Ende mit Schrecken, einem, wie uns nachträglich schien, vorgezeichneten und im Wesen der Dinge liegenden Ende, auch noch die Kinder anwesend sein mussten, war eine traurige und auf Missverständnis beruhende Ungehörigkeit für sich, verschuldet durch die falschen Vorspiegelungen des merkwürdigen Mannes. Gottlob haben sie nicht verstanden, wo das Spektakel aufhörte und die Katastrophe begann, und man hat sie in dem glücklichen Wahn gelassen, dass alles Theater gewesen sei. Torre liegt etwa 15 Kilometer von Porto Clemente, einer der beliebtesten Sommerfrischen am Tyrrhenischen Meer, städtisch elegant und monatelang überfüllt, mit bunter Hotel- und Bazarstraße am Meere hin, breitem, von Kapannen bewimpelten Burgen und brauner Menschheit bedecktem Strande und einem geräuschvollen Unterhaltungsbetrieb. Da der Strand, begleitet von Piniengehölz, auf das aus geringer Entfernung die Berge herniederblicken, diese ganze Küste entlang seine wohnlich feinsandige Geräumigkeit behält, ist es kein Wunder, dass etwas weiterhin stillere Konkurrenz sich schon zeitig aufgetan hat. Torre di Venere, wo man sich übrigens nach dem Turm, dem es seinen Namen verdankt, längst vergebens umsieht, ist als Fremdenort ein Ableger des benachbarten Großbades und war während einiger Jahre ein Idyll für wenige, Zuflucht für Freunde des unverweltlichten Elementes. Wie es aber mit solchen Plätzen zu gehen pflegt, so hat sich der Friede längst eine Strecke weiter begeben müssen, der Küste entlang nach Marina Petriera und Gott weiß wohin. Die Welt, man kennt das, sucht ihn und vertreibt ihn, indem sie sich in lächerlicher Sehnsucht auf ihn stürzt, wähnend, sie könne sich mit ihm vermählen, und wo sie ist, da könne er sein. Ja, wenn sie an seiner Stelle schon ihren Jahrmarkt aufgeschlagen hat, ist sie imstande zu glauben, er sei noch da. So ist Torre, wenn auch immer noch beschaulicher und bescheidener als Porto Clemente, bei Italienern und Fremden stark in Aufnahme gekommen. Man geht nicht mehr in das Wildbad, wenn auch nur in dem Maße nicht mehr, dass dieses trotzdem ein lärmend ausverkauftes Wildbad bleibt. Man geht nebenan, nach Torre. Es ist sogar feiner, es ist außerdem billiger und die Anziehungskraft dieser Eigenschaften fährt fort, sich zu bewähren, während die Eigenschaften selbst schon nicht mehr bestehen. Torre hat ein Grand Hotel bekommen, zahlreiche Pensionen, anspruchsvolle und schlichtere, sind erstanden. Die Besitzer und Mieter der Sommerhäuser und Pineta-Gärten oberhalb des Meeres sind am Strande keineswegs mehr ungestört. Im Juli, August unterscheidet das Bild sich dort in nichts mehr von dem in Porto Clemente. Es wimmelt von zeterndem, zankendem, jauchzendem Badevolk, dem eine wie toll herabbrennende Sonne die Haut von den Nacken schält. Flachbodige, grell bemalte Boote von Kindern bemannt, deren tönende Vornamen ausgestoßen von ausschauhaltenden Müttern in heiserer Besorgnis die Lüfte erfüllen, schaukeln auf der blitzenden Bläue und über die Gliedmaßen der Lagernden tretend, bieten die Verkäufer von Austern, Getränken, Blumen, Korallenschmuck und Cornetti al Burro auch sie mit der belegten und offenen Stimme des Südens ihre Ware an. So sah es am Strande von Torre aus, als wir kamen. Hübsch genug, aber wir fanden dennoch, wir seien zu früh gekommen. Es war Mitte August. Die italienische Saison stand noch in vollem Flor. Das ist für Fremde der rechte Augenblick nicht, die Reize des Ortes schätzen zu lernen. Welch ein Gedränge nachmittags in den Gartencafés der Strandpromenade, zum Beispiel im Esquisito, wo wir zuweilen saßen und wo Mario uns bediente. Derselbe Mario, von dem ich dann gleich erzählen werde. Man findet kaum einen Tisch und die Musikkapellen, ohne dass eine von der anderen wissen wollte, fallen einander wirr ins Wort. Gerade nachmittags gibt es übrigens täglich Zuzug aus Porto Clemente, denn natürlich ist Torre ein beliebtes Ausflugsziel für die unruhige Gästeschaft jenes Lustplatzes, und dank den hin und her sausenden Fiatwagen ist das Lorbeer- und Oleandergebüsch am Saum der verbindenden Landstraße von weißem Staube zolldick verschneit. Ein merkwürdiger, aber abstoßender Anblick. Ernstlich, man soll im September nach Torre di Venere gehen, wenn das Bad sich vom großen Publikum entleert hat
oder im Mai, bevor die Wärme des Meeres den Grad erreicht hat, der den Südländer dafür gewinnt, hineinzutauchen. Auch in der Vor- und Nachsaison ist es nicht leer dort, aber gedämpfter geht es dann zu und weniger national. Das Englische, Deutsche, Französische herrscht vor unter den Schattentüchern der Kapannen und in den Speisesälen der Pensionen, während der Fremde noch im August wenigstens das Grand Hotel, wo wir mangels persönlicherer Adressen Zimmer belegt hatten, so sehr in den Händen der florentinischen und römischen Gesellschaft findet, dass er sich isoliert und augenblicksweise wie ein Gast zweiten Ranges vorkommen mag. Diese Erfahrung machten wir mit etwas Verdruss am Abend unserer Ankunft, als wir uns zum Diner im Speisesaal einfanden und uns von dem zuständigen Kellner einen Tisch anweisen ließen. Es war gegen diesen Tisch nichts einzuwenden, aber uns fesselte das Bild der anstoßenden, auf das Meer gehenden Glasveranda, die so stark wie der Saal, aber nicht restlos besetzt war und auf deren Tischchen rotbeschirmte Lampen glühten. Die Kleinen zeigten sich entzückt von dieser Festlichkeit und wir bekundeten einfach den Entschluss, unsere Mahlzeiten lieber in der Veranda einzunehmen. Eine Äußerung der Unwissenheit, wie sich zeigte, denn wir wurden mit etwas verlegener Höflichkeit bedeutet, dass jener anheimelnde Aufenthalt unserer Kundschaft, ein nostri clienti, vorbehalten sei. Unseren Klienten? Aber das waren wir. Wir waren keine Passanten und Eintagsfliegen, sondern für 3 oder 4 Wochen Hauszugehörige, Pensionäre. Wir unterließen es übrigens auf der Klarstellung des Unterschiedes zwischen unsersgleichen und jener Klientele, die bei rotglühenden Lämpchen speisen durfte, zu bestehen und nahmen das Pranzo an unserem allgemein und sachlich beleuchteten Saaltische. Eine recht mittelmäßige Mahlzeit, charakterloses und wenig schmackhaftes Hotelschema. Wir haben die Küche dann in der Pensione Eleonora, 10 Schritte landeinwärts, viel besser gefunden. Dorthin nämlich siedelten wir schon über, bevor wir im Grand Hotel nur erst warm geworden, nach 3 oder 4 Tagen. Nicht der Veranda und ihrer Lämpchen wegen. Die Kinder, sofort befreundet mit Kellnern und Pagen, von Meereslust ergriffen, hatten sich jene farbige Lockung sehr bald aus dem Sinn geschlagen. Aber mit gewissen Veranda-Klienten, oder richtiger wohl nur mit der Hotelleitung, die vor ihnen Liebe dienerte, ergab sich sogleich einer dieser Konflikte, die einem Aufenthalt von Anfang an den Stempel des Unbehaglichen aufdrücken können. Römischer Hochadel befand sich darunter, ein Principe X mit Familie. Und da die Zimmer dieser Herrschaften in Nachbarschaft der unsrigen lagen, war die Fürstin, große Dame und leidenschaftliche Mutter zugleich, in Schrecken versetzt worden durch die Restspuren eines Keuchhustens, den unsere Kleinen kurz zuvor gemeinsam überstanden hatten und von dem schwache Nachklänge zuweilen noch nachts den sonst unerschütterlichen Schlaf des Jüngsten unterbrachen. Das Wesen dieser Krankheit ist wenig geklärt, dem Aberglauben hier mancher Spielraum gelassen, und so haben wir es unserer eleganten Nachbarin nie verargt, dass sie der weitverbreiteten Meinung anhing, der Keuchhusten sei akustisch ansteckend und einfach für ihre Kleinen das schlechte Beispiel fürchtete. Im weiblichen Vollgefühl ihres Ansehens wurde sie vorstellig bei der Direktion, und diese, in der Person des bekannten Gehrock-Managers, beeilte sich, uns mit vielem Bedauern zu bedeuten, unter diesen Verhältnissen sei unsere Umquartierung in den Nebenbau des Hotels eine unumgängliche Notwendigkeit. Wir hatten gut beteuern, die Kinderkrankheit befinde sich im Stadium letzten Abklingens, sie habe als überwunden zu gelten und stelle keinerlei Gefahr für die Umgebung mehr dar. Alles, was uns zugestanden wurde, war, dass der Fall vor das medizinische Forum gebracht und der Arzt des Hauses, nur dieser, nicht etwa ein von uns bestellter, zur Entscheidung berufen werden möge. Wir willigten in dieses Abkommen, überzeugt, so sei zugleich die Fürstin zu beruhigen und für uns die Unbequemlichkeit eines Umzuges zu vermeiden. Der Doktor kommt und erweist sich als ein loyaler und aufrechter Diener der Wissenschaft. Er untersucht den Kleinen, erklärt das Übel für abgelaufen und verneint jede Bedenklichkeit. Schon glauben wir uns berechtigt, den Zwischenfall für beigelegt zu halten. Da erklärt der Manager, dass wir die Zimmer räumten und in der Dependance Wohnung nehmen, bleibe auch nach den Feststellungen des Arztes geboten. Dieser Byzantinismus empörte uns.
Es ist unwahrscheinlich, dass die wortbrüchige Hartnäckigkeit, auf die wir stießen, diejenige der Fürstin war. Der servile Gastwirt hatte wohl nicht einmal gewagt, ihr von dem Votum des Doktors Mitteilung zu machen. Jedenfalls verständigten wir ihn dahin, wir zögen es vor, das Hotel überhaupt und sofort zu verlassen, und packten. Wir konnten es leichten Herzens tun, denn schon mittlerweile hatten wir zur Pensione Eleonora, deren freundlich privates Äußere uns gleich in die Augen gestochen hatte, im Vorübergehen Beziehungen angeknüpft und in der Person ihrer Besitzerin, Signora Angiolieri, eine sehr sympathische Bekanntschaft gemacht. Frau Angiolieri, eine zierliche, schwarzäugige Dame toskanischen Typs, wohl anfangs der 30er, mit dem matten Elfenbeinteint der Südländerinnen, und ihr Gatte, ein sorgfältig gekleideter, stiller und kahler Mann, besaßen in Florenz ein größeres Fremdenheim und standen nur im Sommer und frühen Herbst der Filiale in Torre di Venere vor. Früher aber, vor ihrer Verheiratung, war unsere neue Wirtin Gesellschafterin, Reisebegleiterin, Gardrobiere, ja, Freundin der Duse gewesen. Eine Epoche, die sie offenbar als die große, die glückliche ihres Lebens betrachtete und von der sie bei unserem ersten Besuch sogleich mit Lebhaftigkeit zu erzählen begann. Zahlreiche Fotografien der großen Schauspielerin mit herzlichen Widmungen versehen, auch weitere Andenken an das Zusammenleben von einst, schmückten die Tischchen und Etagieren von Frau Angiolieris Salon, und obgleich auf der Hand lag, dass der Kult ihrer interessanten Vergangenheit ein wenig auch die Anziehungskraft ihres gegenwärtigen Unternehmens erhöhen wollte, hörten wir doch, während wir durchs Haus geführt wurden, mit Vergnügen und Anteil ihren in stackiertem und klingendem Toskanisch vorgetragenen Erzählungen von der leidenden Güte, dem Herzensgenie und dem tiefen Zartsinn ihrer verewigten Herrin zu. Dorthin also ließen wir unsere Sachen bringen, zum Leidwesen des nach gut italienischer Art sehr kinderlieben Personals vom Grand Hotel. Die uns eingeräumte Wohnung war geschlossen und angenehm, der Kontakt mit dem Meere bequem, vermittelt durch eine Allee junger Platanen, die auf die Strandpromenade stieß. Der Speisesaal, wo Madame Angiolieri jeden Mittag eigenhändig die Suppe auffüllte, kühl und reinlich, die Bedienung aufmerksam und gefällig, die Beköstigung vortrefflich. Sogar Wiener Bekannte fanden sich vor, mit denen man nach dem Diner vorm Hause plauderte und die weitere Bekanntschaften vermittelten, und so hätte alles gut sein können. Wir waren unseres Tausches vollkommen froh und nichts fehlte eigentlich zu einem zufriedenstellenden Aufenthalt. Dennoch wollte kein rechtes Behagen aufkommen. Vielleicht ging der törichte Anlass unseres Quartierwechsels uns gleichwohl nach. Ich persönlich gestehe, dass ich schwer über solche Zusammenstöße mit dem landläufig menschlichen, dem naiven Missbrauch der Macht, der Ungerechtigkeit, der kriecherischen Korruption hinwegkomme. Sie beschäftigten mich zu lange, stürzten mich in ein irritiertes Nachdenken, das seine Fruchtlosigkeit der übergroßen Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit dieser Erscheinungen verdankt. Dabei fühlten wir uns mit dem Grand Hotel nicht einmal überworfen. Die Kinder unterhielten ihre Freundschaften dort nach wie vor. Der Hausdiener besserte ihnen ihr Spielzeug aus, und dann und wann tranken wir unseren Tee in dem Garten des Etablissements, nicht ohne der Fürstin ansichtig zu werden, welche, die Lippen korallenrot aufgehüllt, mit zierlich festen Tritten erschien, um sich nach ihren von einer Engländerin betreuten Lieblingen umzusehen und sich dabei unserer bedenklichen Nähe nicht vermutend war. Denn streng wurde unserem Kleinen, sobald sie sich zeigte, untersagt, sich auch nur zu räuspern. Die Hitze war unmäßig. Soll ich das anführen? Sie war afrikanisch. Die Schreckensherrschaft der Sonne, sobald man sich vom Saum der indigoblauen Frische löste, von einer Unerbittlichkeit, die die wenigen Schritte vom Strande zum Mittagstisch, selbst im bloßen Pyjama, zu einem im Voraus beseufzten Unternehmen machte. Mögen Sie das? Mögen Sie es wochenlang? Gewiss, es ist der Süden, es ist klassisches Wetter, das Klima erblühender Menschheitskultur, die Sonne Homers und so weiter. Aber nach einer Weile, ich kann mir nicht helfen, werde ich leicht dahin gebracht, es stumpfsinnig zu finden. Die glühende Leere des Himmels Tag für Tag fällt mir bald zur Last. Die Grellheit der Farben, die ungeheure Naivität und Ungebrochenheit des Lichts
erregt wohl festliche Gefühle, sie gewährt Sorglosigkeit und sichere Unabhängigkeit von Wetterlaunen und Rückschlägen, aber ohne dass man sich anfangs Rechenschaft davon gäbe, lässt sie tiefere, uneinfachere Bedürfnisse der nordischen Seele auf verödende Weise unbefriedigt und flößt auf die Dauer etwas wie Verachtung ein. Sie haben recht, ohne das dumme Geschichtchen mit dem Keuchhusten hätte ich es wohl nicht so empfunden. Ich war gereizt, ich wollte es vielleicht empfinden und griff halb unbewusst ein bereitliegendes geistiges Motiv auf, um die Empfindung damit, wenn nicht zu erzeugen, so doch zu legitimieren und zu verstärken. Aber rechnen Sie hier mit unserem bösen Willen, was das Meer betrifft, den Vormittag im feinen Sande, verbracht vor seiner ewigen Herrlichkeit, so kann unmöglich dergleichen in Frage kommen. Und doch war es so, dass wir uns gegen alle Erfahrung auch am Strande nicht wohl, nicht glücklich fühlten. Zu früh. Er war, wie gesagt, noch in den Händen der inländischen Mittelklasse, eines augenfällig erfreulichen Menschenschlages. Auch da haben Sie recht, man sah unter der Jugend viel Wohlschaffenheit und gesunde Anmut, war aber unvermeidlich doch auch umringt von menschlicher Mediokrität und bürgerlichem Kropfzeug. Das, geben Sie es zu, von dieser Zone geprägt, nicht reizender ist als unter unserem Himmel. Stimmen haben diese Frauen. Es wird zuweilen recht unwahrscheinlich, dass man sich in der Heimat der abendländischen Gesangskunst befindet. Fuggiero! Ich habe den Ruf noch heute im Ohr, da ich ihn 20 Vormittage lang 100-mal dicht neben mir erschallen hörte, in heiserer Ungedecktheit, grässlich akzentuiert, mit grell offenem E hervorgestoßen von einer Art mechanisch gewordener Verzweiflung. Fuggiero! Rispondi almeno! Wobei das SP populärerweise nach deutscher Art wie Esch gesprochen wurde, ein Ärgernis für sich, wenn sowieso üble Laune herrscht. Der Schrei galt einem abscheulichen Jungen mit ekelerregender Sonnenbrandwunde zwischen den Schultern, der an Widerspenstigkeit, Unart und Bosheit das Äußerste zum Besten gab, was mir vorgekommen. Und außerdem ein großer Feigling war, imstande durch seine empörende Wehleidigkeit den ganzen Strand in Aufruhr zu bringen. Eines Tages nämlich hatte ihn im Wasser ein Taschenkrebs in die Zehe gezwickt und das antikische Heldenjammergeschrei, das er ob dieser winzigen Unannehmlichkeit erhob, war markerschütternd und rief den Eindruck eines schrecklichen Unglücksfalls hervor. Offenbar glaubte er sich aufs Giftigste verletzt. Ans Land gekrochen, wälzte er sich in scheinbar unerträglichen Qualen umher, brüllte Ohi und Olme und wehrte mit Armen und Beinen um sich stoßend die tragischen Beschwörungen seiner Mutter, den Zuspruch ferner Stehender ab. Die Szene hatte Zulauf von allen Seiten. Ein Arzt wurde herbeigeholt, es war derselbe, der unseren Keuchhusten so nüchtern beurteilt hatte, und wieder bewährte sich sein wissenschaftlicher Geradsinn. Gutmütig, tröstend, erklärte er den Fall für null und nichtig und empfahl einfach des Patienten Rückkehr ins Bad zur Kühlung der kleinen Kniffwunde. Stattdessen aber wurde Fuggiero wie ein Abgestürzter oder Ertrunkener auf einer improvisierten Bahre mit großem Gefolge vom Strande getragen, um schon am nächsten Morgen wieder unter dem Scheine der Unabsichtlichkeit anderen Kindern die Sandbauten zu zerstören. Mit einem Worte, ein Gräuel. Dabei gehörte dieser 12-Jährige zu den Hauptträgern einer öffentlichen Stimmung, die schwer greifbar in der Luft liegend uns einen so lieben Aufenthalt als nicht geheuer verleiten wollte. Auf irgendeine Weise fehlte es der Atmosphäre an Unschuld, an Zwanglosigkeit. Dies Publikum hielt auf sich. Man wusste zunächst nicht recht, in welchem Sinn und Geist. Es prestierte Würde, stellte voreinander und vor dem Fremden Ernst und Haltung, wach aufgerichtete Ehrliebe zur Schau. Wieso? Man verstand bald, dass Politisches umging, die Idee der Nation im Spiele war. Tatsächlich wimmelte es am Strande von patriotischen Kindern. Eine unnatürliche und niederschlagende Erscheinung. Kinder bilden ja eine Menschenspezies und Gesellschaft für sich, sozusagen eine eigene Nation. Leicht und notwendig finden sie sich, auch wenn ihr kleiner Wortschatz verschiedenen Sprachen angehört, aufgrund gemeinsamer Lebensform in der Welt zusammen.
Auch die unsrigen spielten bald mit Einheimischen sowohl wie solchen wieder anderer Herkunft. Offenbar aber erlitten sie rätselhafte Enttäuschungen. Es gab Empfindlichkeiten, Äußerungen eines Selbstgefühls, das zu heikel und lehrhaft schien, um seinen Namen ganz zu verdienen. Einen Flaggenzwist, Streitfragen des Ansehens und Vorranges. Erwachsene mischten sich weniger schlichtend als entscheidend und Grundsätze wahrend ein. Redensarten von der Größe und Würde Italiens fielen. Unheiter spielverderberische Redensarten. Wir sahen unsere beiden betroffen und ratlos sich zurückziehen und hatten Mühe, ihnen die Sachlage einigermaßen verständlich zu machen. Diese Leute, erklärten wir ihnen, machten soeben etwas durch, so einen Zustand etwas wie eine Krankheit, wenn sie wollten. Nicht sehr angenehm, aber wohl notwendig. Es war unsere Schuld. Wir hatten es unserer Lässigkeit zuzuschreiben, dass es zu einem Konflikt mit diesem von uns doch erkannten und gewürdigten Zustande kam. Noch einem Konflikt. Es schien, dass die vorausgegangenen nicht ganz ungemischte Zufallserzeugnisse gewesen waren. Mit einem Worte, wir verletzten die öffentliche Moral. Unser Töchterchen, achtjährig, aber nach ihrer körperlichen Entwicklung ein gutes Jahr jünger zu schätzen und mager wie ein Spatz, die nach längerem Bad, wie es die Wärme erlaubte, ihr Spiel an Land im nassen Kostüm wieder aufgenommen hatte, erhielt Erlaubnis, den von anklebendem Sande starrenden Anzug noch einmal im Meere zu spülen, um ihn dann wieder anzulegen und vor neuer Verunreinigung zu schützen. Nackt läuft sie zum wenige Meter entfernten Wasser, schwenkt ihr Trikot und kehrt zurück. Hätten wir die Welle von Hohn, Anstoß, Widerspruch voraussehen müssen, die ihr Benehmen, unser Benehmen also, erregte? Ich halte Ihnen keinen Vortrag, aber in der ganzen Welt hat das Verhalten zum Körper und seiner Nacktheit sich während der letzten Jahrzehnte grundsätzlich und das Gefühl bestimmend gewandelt. Es gibt Dinge, bei denen man sich nichts mehr denkt. Und zu ihnen gehörte die Freiheit, die wir diesem so gar nicht herausfordernden Kinderleibe gewährt hatten. Sie wurde jedoch hierorts als Herausforderung empfunden. Die patriotischen Kinder johlten. Fuggiero pfiff auf den Fingern. Erregtes Gespräch unter Erwachsenen in unserer Nähe wurde laut und verhieß nichts Gutes. Ein Herr in städtischem Schniepel, den wenig strandgerechten Melonenhut im Nacken, versicherte seinen entrüsteten Damen, er sei zu korrigierenden Schritten entschlossen. Er tritt vor uns hin, und eine Philippika geht auf uns nieder, in der alles Pathos des sinnenfreudigen Südens sich in den Dienst spröder Zucht und Sitte gestellt findet. Die Schamwidrigkeit, die wir uns hätten zu Schulden kommen lassen, hieß es, sei umso verurteilenswerter, als sie einem dankvergessenen und beleidigenden Missbrauch der Gastfreundschaft Italiens gleichkomme. Nicht allein Buchstabe und Geist der öffentlichen Badevorschriften, sondern zugleich auch die Ehre seines Landes seien freventlich verletzt. Und in Wahrung dieser Ehre werde er, der Herr im Schniepel, Sorge tragen, dass unser Verstoß gegen die nationale Würde nicht ungeahndet bleibe. Wir taten unser Bestes, diese Suade mit nachdenklichem Kopfnicken anzuhören. Dem erhitzten Menschen widersprechen hätte zweifellos geheißen, von einem Fehler in den anderen fallen. Wir hatten dies und das auf der Zunge. Zum Beispiel, dass nicht alle Umstände zusammenträfen, um das Wort Gastfreundschaft nach seiner reinsten Bedeutung ganz am Platze erscheinen zu lassen und dass wir, ohne Euphemismus gesprochen, nicht sowohl die Gäste Italiens, sondern der Signora Angiolieri seien, welche eben seit einigen Jahren den Beruf einer Vertrauten der Duse gegen den der Gastlichkeit eingetauscht habe. Auch hatten wir Lust zu antworten, wie wir nicht wüssten, dass die moralische Verwahrlosung in diesem schönen Lande je einen solchen Grad erreicht gehabt habe, dass ein solcher Rückschlag von Prüderie und Überempfindlichkeit begreiflich und notwendig erscheinen könne. Aber wir beschränkten uns darauf zu versichern, dass jede Provokation und Respektlosigkeit uns ferngelegen habe und entschuldigend auf das zarte Alter, die leibliche Unbeträchtlichkeit der kleinen Delinquentin hinzuweisen. Umsonst. Unsere Beteuerungen wurden als unglaubhaft, unsere Verteidigung als hinfällig zurückgewiesen und die Errichtung eines Exempels als notwendig behauptet.
Telefonisch, wie ich glaube, wurde die Behörde benachrichtigt. Ihr Vertreter erschien am Strande. Er nannte den Fall sehr ernst, molto grave, und wir hatten ihm hinauf zum Platze, ins Municipio zu folgen, wo ein höherer Beamter das vorläufige Urteil molto grave bestätigte, sich in genau denselben offenbar landläufigen didaktischen Redewendungen über unsere Tat erging wie der Herr im steifen Hut und uns ein Sühne- und Lösegeld von 50 Lire auferlegte. Wir fanden, diesen Beitrag zum italienischen Staatshaushalt müsse das Abenteuer uns wert sein, zahlten und gingen. Hätten wir nicht abreisen sollen? Hätten wir es nur getan, wir hätten dann diesen fatalen Cibolla vermieden. Allein mehreres kam zusammen, den Entschluss zu einem Ortswechsel hintanzuhalten. Ein Dichter hat gesagt, es sei Trägheit, was uns in peinlichen Zuständen festhalte. Man könnte das Aperçu zur Erklärung unserer Beharrlichkeit heranziehen. Auch räumt man nach solchem Vorkommnis nicht gern unmittelbar das Feld. Man zögert zuzugeben, dass man sich unmöglich gemacht habe, besonders wenn Sympathiekundgebungen von außen den Trotz ermutigen. In der Villa Eleonora gab es nur eine Stimme über die Ungerechtigkeit unseres Schicksals. Italienische Nachtischbekannte wollten finden, es sei dem Rufe des Landes keineswegs zuträglich und äußerten den Vorsatz, den Herrn im Schniepel landsmannschaftlich zur Rede zu stellen. Aber dieser selbst war vom Strande verschwunden, nebst seiner Gruppe, schon am nächsten Tag. Nicht unsertwegen natürlich, aber es mag sein, dass das Bewusstsein seiner dicht bevorstehenden Abreise seiner Tatkraft zuträglich gewesen war und jedenfalls erleichterte uns seine Entfernung. Um alles zu sagen, wir blieben auch deshalb, weil der Aufenthalt uns merkwürdig geworden war und weil Merkwürdigkeit ja in sich selbst einen Wert bedeutet, unabhängig von Behagen und Unbehagen. Soll man die Segel streichen und dem Erlebnis ausweichen, sobald es nicht vollkommen danach angetan ist, Heiterkeit und Vertrauen zu erzeugen? Soll man abreisen, wenn das Leben sich ein bisschen unheimlich, nicht ganz geheuer oder etwas peinlich und kränkend anlässt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich das ansehen und sich dem aussetzen. Gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen. Wir blieben also und erlebten als schrecklichen Lohn unserer Standhaftigkeit die eindrucksvoll unselige Erscheinung Cibollas. Dass fast in dem Augenblick unserer staatlichen Maßregelung die Nachsaison einsetzte, habe ich nicht erwähnt. Jener Gestrenge im steifen Hut, unser Angeber, war nicht der einzige Gast, der das Bad jetzt verließ. Es gab große Abreise. Man sah viele Handkarren mit Gepäck sich zur Station bewegen. Der Strand entnationalisierte sich. Das Leben in Torre, in den Cafés, auf den Wegen der Pineta, wurde sowohl intimer wie europäischer. Wahrscheinlich hätten wir jetzt sogar in der Glasveranda des Grand Hotel speisen können. Aber wir nahmen Abstand davon. Wir befanden uns am Tische der Signora Angiolieri vollkommen wohl. Das Wort Wohlbefinden in der Abschattung zu verstehen, die der Ortsdämon ihm zuteil werden ließ. Gleichzeitig aber mit dieser als wohltätig empfundenen Veränderung schlug auch das Wetter um. Es zeigte sich fast auf die Stunde im Einvernehmen mit dem Ferienkalender des großen Publikums. Der Himmel bedeckte sich, nicht, dass es frischer geworden wäre, aber die offene Glut, die 18 Tage seit unserer Ankunft und vorher wohl lange schon geherrscht hatte, wich einer stickigen Scirocco-Schwüle und ein schwächlicher Regen netzte von Zeit zu Zeit den samtenen Schauplatz unserer Vormittage. Auch das. Zwei Drittel unserer für Torre vorgesehenen Zeit waren ohnehin abgelebt. Das schlaffe, entfärbte Meer, in dessen Flachheit träge Quallen trieben, war immerhin eine Neuigkeit. Es wäre albern gewesen, nach einer Sonne zurückzuverlangen, der, als sie übermütig waltete, so mancher Seufzer gegolten hatte. Zu diesem Zeitpunkt also zeigte Cibolla sich an. Cavaliere Cibolla, wie er auf den Plakaten genannt war, die eines Tages überall, auch im Speisesaal der Pensione Eleonora, sich angeschlagen fanden. Ein fahrender Virtuose, ein Unterhaltungskünstler, Forzatore, Illusionista und Prestidigitatore, so bezeichnete er sich, welcher dem hochansehnlichen Publikum von Torre di Venere mit einigen außerordentlichen Phänomenen geheimnisvoller und verblüffender Art
aufzuwarten beabsichtigte. Ein Zauberkünstler. Die Ankündigung genügte unseren Kleinen, den Kopf zu verdrehen. Sie hatten noch nie einer solchen Darbietung beigewohnt. Diese Ferienreise sollte ihnen die unbekannte Aufregung bescheren. Von Stund an lagen sie uns in den Ohren, für den Abend des Taschenspielers Eintrittskarten zu nehmen. Und obgleich uns die späte Anfangsstunde der Veranstaltung, 9 Uhr, von vornherein Bedenken machte, gaben wir in der Erwägung nach, dass wir ja nach einiger Kenntnisnahme von Cipollas wahrscheinlich bescheidenen Künsten nach Hause gehen, dass auch die Kinder am folgenden Morgen ausschlafen könnten, und erstanden von Signora Angiolieri selbst, die eine Anzahl von Vorzugsplätzen für ihre Gäste in Kommission hatte, unsere 4 Karten. Sie konnte für solide Leistungen des Mannes nicht gut sagen, und wir versahen uns solcher kaum. Aber ein gewisses Zerstreuungsbedürfnis empfanden wir selbst, und die dringende Neugier der Kinder bewährte eine Art von Ansteckungskraft. Das Lokal, in dem der Cavaliere sich vorstellen sollte, war ein Saalbau, der während der Hochsaison zu wöchentlich wechselnden Cinema-Vorführungen gedient hatte. Wir waren nie dort gewesen. Man gelangte dahin, indem man vorbei am Palazzo, einem übrigens verkäuflichen, kastellartigen Gemäuer aus herrschaftlichen Zeiten, die Hauptstraße des Ortes verfolgte, an der auch die Apotheke, der Coiffeur, die gebräuchlichsten Einkaufsläden zu finden waren und die gleichsam vom Feudalen über das Bürgerliche ins Volkstümliche führte, denn sie lief zwischen ärmlichen Fischerwohnungen aus, vor deren Türen alte Weiber Netze flickten, und hier, schon im Populären, lag die Sala. Nichts Besseres eigentlich als eine allerdings geräumige Bretterbude, deren torähnlicher Eingang zu beiden Seiten mit buntfarbigen und übereinander geklebten Plakaten geschmückt war. Einige Zeit nach dem Diner, also am angesetzten Tage, pilgerten wir im Dunkeln dorthin, die Kinder in festlichem Kleidchen und Anzug, beglückt von so viel Ausnahmen. Es war schwül wie seit Tagen, es wetterleuchtete manchmal und regnete etwas. Wir gingen unter Schirmen. Es war eine Viertelstunde Weges. Im Durchgange kontrolliert, hatten wir unsere Plätze selbst aufzusuchen. Sie fanden sich in der 3. Bank links, und indem wir uns niederließen, mussten wir bemerken, dass man die ohne dies bedenkliche Anfangsstunde auch noch lax behandelte. Nur sehr allmählich begann ein Publikum, das es darauf ankommen zu lassen schien, zu spät zu kommen, das Parterre zu besetzen, auf welches, da keine Logen vorhanden waren, der Zuschauerraum sich beschränkte. Diese Säumigkeit machte uns etwas besorgt. Den Kindern färbte schon jetzt eine mit Erwartung hektisch gemischte Müdigkeit die Wangen. Einzig die Stehplätze in den Seitengängen und im Hintergrunde waren bei unserer Ankunft schon komplett. Es stand da, halbnackte Arme auf gestreifter Trikotbrust verschränkt, allerlei autochthone Männlichkeit von Torre di Venere, Fischervolk, unternehmend blickende junge Burschen. Und wenn wir mit der Anwesenheit dieser eingesessenen Volkstümlichkeit, die solchen Veranstaltungen erst Farbe und Humor verleiht, sehr einverstanden waren, so zeigten die Kinder sich entzückt davon, denn sie hatten Freunde unter diesen Leuten, Bekanntschaften, die sie auf nachmittäglichen Spaziergängen am entfernteren Strande gemacht. Oft um die Stunde, wenn die Sonne müde ihrer gewaltigen Arbeit ins Meer sank und den vordringenden Schaum der Brandung rötlich vergoldete, waren wir heimkehrend auf bloßbeinige Fischergruppen gestoßen, die in Reihen stemmend und ziehend unter gedehnten Rufen ihre Netze eingeholt, ihren meist dürftigen Fang an Frutti di Mare in triefende Körbe geklaubt hatten, und die Kleinen hatten ihnen zugesehen, ihre italienischen Brocken an den Mann gebracht, beim Strickziehen geholfen, Kameradschaft geschlossen. Jetzt tauschten sie Grüße mit der Sphäre der Stehplätze. Da war Giscardo, da war Antonio, sie kannten die Namen, riefen sie winkend mit halber Stimme hinüber und bekamen ein Kopfnicken, ein Lachen sehr gesunder Zähne zur Antwort. Sieh doch, da ist sogar Mario vom Esquisito. Mario, der uns die Schokolade bringt. Auch er will den Zauberer sehen. Und er muss früh gekommen sein, er steht fast vorn. Aber er bemerkt uns nicht, er gibt nicht Acht. Das ist so seine Art, obgleich er ein Kellnerbursche ist. Dafür winken wir dem Manne zu, der am Strande die Paddelboote vermietet. Und der auch da steht, ganz hinten. Es wurde 9:15. Es wurde beinahe 9:30 Uhr. Sie begreifen unsere Nervosität. Wann würden die Kinder ins Bett kommen? Es war ein Fehler gewesen, sie herzuführen. Denn ihnen zuzumuten, den Genuss abzubrechen, kaum dass er recht begonnen, würde sehr hart sein. Mit der Zeit hatte das Parkett sich gut gefüllt,
Ganz Torre war da, so konnte man sagen. Die Gäste des Grand Hotel, die Gäste der Villa Eleonora und anderer Pensionen, bekannte Gesichter vom Strande. Man hörte Englisch und Deutsch, man hörte das Französisch, das etwa Rumänen mit Italienern sprechen. Madame Angiolieri selbst saß zwei Reihen hinter uns, an der Seite ihres stillen und glatzköpfigen Gatten, der mit zwei mittleren Fingern seiner Rechten seinen Schnurrbart strich. Alle waren spät gekommen, aber niemand zu spät. Cipolla ließ auf sich warten. Er ließ auf sich warten. Das ist wohl der richtige Ausdruck. Er erhöhte die Spannung durch die Verzögerung seines Auftretens. Auch hatte man Sinn für diese Manier, aber nicht ohne Grenzen. Gegen 9:30 Uhr begann das Publikum zu applaudieren, eine liebenswürdige Form, rechtmäßige Ungeduld zu äußern, da sie zugleich Beifallslust zum Ausdruck bringt. Für die Kleinen gehörte es schon zum Vergnügen, sich daran zu beteiligen. Alle Kinder lieben es, Beifall zu klatschen. Aus der populären Sphäre rief es energisch »Pronti« und »Cominciamo«. Und siehe, wie es zu gehen pflegt, auf einmal war der Beginn, welche Hindernisse ihm nun so lange entgegengestanden haben mochten, leicht zu ermöglichen. Ein Gongschlag ertönte, der von den Stehplätzen mit mehrstimmigem »Ah« beantwortet wurde, und die Gardine ging auseinander. Sie enthüllte ein Podium, das nach seiner Ausstattung eher einer Schulstube als dem Wirkungsfeld eines Taschenspielers glich, und zwar namentlich dank der schwarzen Wandtafel, die auf einer Staffelei links im Vordergrunde stand. Sonst waren noch ein gewöhnlicher gelber Kleiderständer, ein paar landesübliche Strohstühle und weiter im Hintergrunde ein Rundtischchen zu sehen, auf dem eine Wasserflasche mit Glas und auf besonderem Tablett ein Flakon voll hellgelber Flüssigkeit nebst Likörgläschen standen. Man hatte noch 2 Sekunden Zeit, diese Utensilien ins Auge zu fassen. Dann, ohne dass das Haus sich verdunkelt hätte, hielt Cavaliere Cipolla seinen Auftritt. Er kam in jenem Geschwindschritt herein, in dem Erbötigkeit gegen das Publikum sich ausdrückt und der die Täuschung erweckt, als habe der Ankommende in diesem Tempo schon eine weite Strecke zurückgelegt, um vor das Angesicht der Menge zu gelangen, während er doch eben noch in der Kulisse stand. Der Anzug Cipollas unterstützte die Fiktion des von außen her Eintreffens. Ein Mann schwer bestimmbaren Alters, aber keineswegs mehr jung, mit scharfem, zerrüttetem Gesicht, stechenden Augen, faltig verschlossenem Munde, kleinem, schwarz gewichstem Schnurrbärtchen und einer sogenannten Fliege in der Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn, war er in einer Art von komplizierter Abendstraßeneleganz gekleidet. Er trug einen weiten, schwarzen und ärmellosen Radmantel mit Samtkragen und atlasgefütterter Pelerine, den er mit den weißbehandschuhten Händen bei behinderter Lage der Arme vorn zusammenhielt, einen weißen Schal um den Hals und einen geschweiften, schief in die Stirne gerückten Zylinderhut. Vielleicht mehr als irgendwo ist in Italien das 18. Jahrhundert noch lebendig und mit ihm der Typus des Scharlatans, des marktschreierischen Possenreißers, der für diese Epoche so charakteristisch war und dem man nur in Italien noch in ziemlich wohlerhaltenen Beispielen begegnen kann. Cipolla hatte in seinem Gesamthabitus viel von diesem historischen Schlage. Und der Eindruck reklamehafter und fantastischer Narretei, die zum Bilde gehört, wurde schon dadurch erweckt, dass die anspruchsvolle Kleidung ihm sonderbar hier falsch gestrafft und dort in falschen Falten am Leibe saß oder gleichsam daran aufgehängt war. Irgendetwas war mit seiner Figur nicht in Ordnung. Vorn nicht und hinten nicht. Später wurde das deutlicher. Aber ich muss betonen, dass von persönlicher Scherzhaftigkeit oder gar Clownerie in seiner Haltung, seinen Mienen, seinem Benehmen nicht im geringsten die Rede sein konnte. Vielmehr sprachen strenge Ernsthaftigkeit, Ablehnung alles Humoristischen, ein gelegentlich übellauniger Stolz, auch jene gewisse Würde und Selbstgefälligkeit des Krüppels daraus, was freilich nicht hinderte, dass sein Verhalten anfangs an mehreren Stellen des Saales Lachen hervorrief. Dies Verhalten hatte nichts Dienstfertiges mehr. Die Raschheit seiner Auftrittsschritte stellte sich als reine Energieäußerung heraus, an der Unterwürfigkeit keinen Teil gehabt hatte. An der Rampe stehend und sich mit lässigem Zupfen seiner Handschuhe entledigend, wobei er lange und gelbliche Hände entblößte,
deren eine ein Siegelring mit hochragendem Lasurstein schmückte, ließ er seine kleinen, strengen Augen mit schlaffen Säcken darunter musternd durch den Saal schweifen, nicht rasch, sondern indem er hier und da auf einem Gesicht in überlegener Prüfung verweilte, verkniffenen Mundes, ohne ein Wort zu sprechen. Die zusammengerollten Handschuhe warf er mit ebenso erstaunlicher wie beiläufiger Geschicklichkeit über eine bedeutende Entfernung hin genau in das Wasserglas auf dem Rundtischchen und holte dann immer stumm umherblickend aus irgendwelcher inneren Tasche ein Päckchen Zigaretten hervor, die billigste Sorte der Regie, wie man am Karton erkannte, zog mit spitzen Fingern eine aus dem Bündel und entzündete sie, ohne hinzusehen, mit einem prompt funktionierenden Benzinfeuerzeug. Den tief eingeatmeten Rauch stieß er arrogant grimassierend, beide Lippen zurückgezogen, dabei mit einem Fuße leise aufklopfend, als grauen Sprudel zwischen seinen schadhaft abgenutzten spitzigen Zähnen hervor. Das Publikum beobachtete ihn so scharf, wie es sich von ihm durchmustert sah. Bei den jungen Leuten auf den Stehplätzen sah man zusammengezogene Brauen und bohrende, nach einer Blöße spähende Blicke, die dieser allzu sichere sich geben würde. Er gab sich keine. Das Hervorholen und Wiederverwahren des Zigarettenpäckchens und des Feuerzeuges war umständlich dank seiner Kleidung. Er raffte dabei den Abendmantel zurück und man sah, dass ihm über dem linken Unterarm an einer Lederschlinge unpassenderweise eine Reitpeitsche mit klauenartiger silberner Krücke hing. Man bemerkte ferner, dass er keinen Frack, sondern einen Gehrock trug. Und da er auch diesen aufhob, erblickte man eine mehrfarbige, halb von der Weste verdeckte Schärpe, die Cipolla um den Leib trug und die hinter uns sitzende Zuschauer in halblautem Austausch für das Abzeichen des Cavaliere hielten. Ich lasse das dahingestellt, denn ich habe nie gehört, dass mit dem Cavaliere-Titel ein derartiges Abzeichen verbunden ist. Vielleicht war die Schärpe reiner Humbug, so gut wie das wortlose Dastehen des Gauklers, der immer noch nichts tat, als dem Publikum lässig und wichtig seine Zigarette vorzurauchen. Man lachte, wie gesagt, und die Heiterkeit wurde fast allgemein, als eine Stimme im Stehparterre laut und trocken »Buonasera« sagte. Cipolla horchte hoch auf. »Wer war das?« fragte er gleichsam zugreifend. »Wer hat soeben gesprochen? Na? Zuerst so keck und nun bange? Paura, eh?« Er sprach mit ziemlich hoher, etwas asthmatischer, aber metallischer Stimme. Er wartete. »Ich war's«, sagte in die Stille hinein der junge Mann, der sich so herausgefordert und bei der Ehre genommen sah. Ein schöner Bursche, gleich neben uns, im Baumwollhemd, die Jacke über eine Schulter gehängt. Er trug sein schwarzes, starres Kraushaar hoch und wild, die Modefrisur des erweckten Vaterlandes, die ihn etwas entstellte und afrikanisch anmutete. »Bäh, das war ich. Es wäre Ihre Sache gewesen, aber ich zeigte Entgegenkommen.« Die Heiterkeit erneuerte sich. Der Junge war nicht auf den Mund gefallen. »Ascioltolo, Schilinguagnolo«, äußerte man neben uns. Die populäre Lektion war schließlich am Platze gewesen. »Ah, bravo«, antwortete Cipolla. »Du gefällst mir, Giovanotto. Willst du glauben, dass ich dich längst gesehen habe? Solche Leute wie du haben meine besondere Sympathie. Ich kann sie brauchen. Offenbar bist du ein ganzer Kerl. Du tust, was du willst. Oder hast du schon einmal nicht getan, was du wolltest? Oder gar getan, was du nicht wolltest? Was nicht du wolltest? Höre, mein Freund, es müsste bequem und lustig sein, nicht immer so den ganzen Kerl spielen und für beides aufkommen zu müssen. Das Wollen und das Tun. Arbeitsteilung müsste da einmal eintreten. Sistema Americanos. Ha! Willst du zum Beispiel jetzt dieser gewählten und verehrungswürdigen Gesellschaft hier die Zunge zeigen? Und zwar die ganze Zunge? Bis zur Wurzel? Nein, sagte der Bursche feindselig. Das will ich nicht. Es würde von wenig Erziehung zeugen. Es würde von gar nichts zeugen, erwiderte Cipolla. Denn du tätest es ja nur. Deine Erziehung in Ehren. Aber meiner Meinung nach wirst du jetzt, ehe ich bis drei zähle, eine Rechtswendung ausführen? Und der Gesellschaft die Zunge herausstrecken, länger als du gewusst hattest, dass du sie herausstrecken könntest. Er sah ihn an, wobei seine stechenden Augen tiefer in die Höhlen zu sinken schienen. »Uno«, sagte er und ließ seine Reitpeitsche, deren Schlinge er vom Arme hatte gleiten lassen, einmal kurz durch die Luft pfeifen. Der Bursche machte Front gegen das Publikum,
und streckte die Zunge so angestrengt überlang heraus, dass man sah, es war das Äußerste, was er an Zungenlänge nur irgend zu bieten hatte. Dann nahm er mit nichtssagendem Gesicht wieder seine frühere Stellung ein. »Ich war's«, parodierte Cipolla, indem er zwinkernd mit dem Kopf auf den Jungen deutete. »Bäh, das war ich!« Damit wandte er sich das Publikum seinen Eindrücken überlassen zum Rundtischchen, goss sich aus dem Flakon, das offenbar Cognac enthielt, ein Gläschen ein und kippte es geübt. Die Kinder lachten von Herzen. Vor den gewechselten Worten hatten sie fast nichts verstanden. Dass aber zwischen dem kuriosen Mann dort oben und jemandem aus dem Publikum gleich etwas so Drolliges vor sich gegangen war, amüsierte sie höchlichst. Und da sie von den Darbietungen eines Abends, wie er verheißen war, keine bestimmte Vorstellung hatten, waren sie bereit, diesen Anfang köstlich zu finden. Was uns betraf, so tauschten wir einen Blick. Und ich erinnere mich, dass ich unwillkürlich mit den Lippen leise das Geräusch nachahmte, mit dem Cipolla seine Reitpeitsche hatte durch die Luft fahren lassen. Übrigens war klar, dass die Leute nicht wussten, was sie aus einer so ungereimten Eröffnung einer Taschenspieler-Soiree machen sollten und nicht recht begriffen, was den Giovanotto, der doch sozusagen ihre Sache geführt hatte, plötzlich hatte bestimmen können, seine Keckheit gegen sie, das Publikum, zu wenden. Man fand sein Benehmen läppisch, kümmerte sich nicht weiter um ihn und wandte seine Aufmerksamkeit dem Künstler zu, der vom Stärkungstischchen zurückkehrend folgendermaßen zu sprechen fortfuhr. »Meine Damen und Herren«, sagte er mit seiner asthmatisch-metallischen Stimme, »Sie sahen mich soeben etwas empfindlich gegen die Belehrung, die dieser hoffnungsvolle junge Linguist, questo linguista di belle speranze«, man lachte über das Wortspiel, »mir erteilen zu sollen, glaubte. Ich bin ein Mann von einiger Eigenliebe, nehmen Sie das in Kauf. Ich finde keinen Geschmack daran, mir anders als ernsthaften und höflichen Sinnes guten Abend wünschen zu lassen. Es in entgegengesetztem Sinne zu tun, besteht wenig Anlass. Indem man mir einen guten Abend wünscht, wünscht man sich selber einen. Denn das Publikum wird nur in dem Falle einen guten Abend haben, dass ich einen habe. Und darum tat dieser Liebling der Mädchen von Torre di Venere«, er hörte nicht auf, gegen den Burschen zu sticheln, »sehr wohl daran, sogleich einen Beweis dafür zu geben, dass ich heute einen habe und also auf seine Wünsche verzichten kann. Ich darf mich rühmen, fast lauter gute Abende zu haben. Ein schlechterer läuft wohl einmal mitunter, doch ist das selten. Mein Beruf ist schwer und meine Gesundheit nicht die robusteste. Ich habe einen kleinen Leibesschaden zu beklagen, der mich außer Stand gesetzt hat, am Kriege für die Größe des Vaterlandes teilzunehmen. Allein mit den Kräften meiner Seele und meines Geistes meistere ich das Leben, was ja immer nur heißt, sich selbst bemeistern, und schmeichle mir mit meiner Arbeit, die achtungsvolle Anteilnahme der gebildeten Öffentlichkeit erregt zu haben. Die führende Presse hat diese Arbeit zu schätzen gewusst. Der Corriere della Sera erwies mir so viel Gerechtigkeit, mich ein Phänomen zu nennen. Und in Rom hatte ich die Ehre, den Bruder des Duce unter den Besuchern eines der Abende zu sehen, die ich dort veranstaltete. Kleiner Gewohnheiten, die man mir an so glänzender und erhabener Stelle nachzusehen, die Gewogenheit hatte, glaubte ich mich an einem vergleichsweise immerhin weniger bedeutenden Platze wie Torre di Venere«, man lachte auf Kosten des armen kleinen Torre, »nicht eigens entschlagen und nicht dulden zu sollen, dass Personen, die durch die Gunst des weiblichen Geschlechtes etwas verwöhnt scheinen, sie mir verweisen.« Jetzt hatte wieder der Bursche die Zeche zu zahlen, den Cipolla nicht müde wurde, in der Rolle des Donaiolo und ländlichen Hahnes im Korbe vorzuführen, wobei die zähe Empfindlichkeit und Animosität, mit der er auf ihn zurückkam, in auffälligem Missverhältnis zu den Äußerungen seines Selbstgefühls und zu den mondänen Erfolgen stand, deren er sich rühmte. Gewiss musste der Jüngling einfach als Belustigungsthema herhalten, wie Cipolla sich jeden Abend eines herauszugreifen und aufs Korn zu nehmen gewohnt sein mochte. Aber es sprach aus seinen Spitzen doch auch echte Gehässigkeit, über deren menschlichen Sinn ein Blick auf die Körperlichkeit beider belehrt haben würde, auch wenn der Verwachsene nicht beständig auf das ohne weiteres vorausgesetzte Glück des hübschen Jungen bei den Frauen angespielt hätte. »Damit wir also unsere Unterhaltung beginnen«, setzte er hinzu, »erlauben Sie, dass ich es mir bequemer mache.« Und er ging zum Kleiderständer, um abzulegen. »Parla benissimo«, stellte man in unserer Nähe fest. Der Mann hatte noch nichts geleistet, aber sein Sprechen allein ward als Leistung gewürdigt. Er hatte damit zu imponieren gewusst. Unter Südländern ist die Sprache ein Ingredienz der Lebensfreude, dem man weit lebhaftere gesellschaftliche Schätzung entgegenbringt, als der Norden sie kennt.
Es sind vorbildliche Ehren, in denen das nationale Bindemittel der Muttersprache bei diesen Völkern steht. Und etwas heiter Vorbildliches hat die genussreiche Ehrfurcht, mit der man ihre Formen und Lautgesetze betreut. Man spricht mit Vergnügen, man hört mit Vergnügen und man hört mit Urteil. Denn es gilt als Maßstab für den persönlichen Rang, wie einer spricht. Nachlässigkeit, Stümperei erregen Verachtung. Eleganz und Meisterschaft verschaffen menschliches Ansehen. Weshalb auch der kleine Mann, sobald es ihm um seine Wirkung zu tun ist, sich in gewählten Wendungen versucht und sie mit Sorgfalt gestaltet. In dieser Hinsicht also wenigstens hatte Cipolla sichtlich für sich eingenommen, obgleich er keineswegs dem Menschenschlag angehörte, den der Italiener in eigentümlicher Mischung moralischen und ästhetischen Urteils als Simpatico anspricht. Nachdem er seinen Seidenhut, seinen Schal und Mantel abgetan, kam er, im Rock sich zurechtrückend, die mit großen Knöpfen verschlossenen Manschetten hervorziehend und an seiner Humbugschärpe ordnend, wieder nach vorn. Er hatte sehr hässliches Haar, das heißt, sein oberer Schädel war fast kahl, und nur eine schmale, schwarzgewichste Scheitelfrisur lief, wie angeklebt, vom Wirbel nach vorn, während das Schläfenhaar, ebenfalls geschwärzt, seitlich zu den Augenwinkeln hingestrichen war. Die Haartracht etwa eines altmodischen Zirkusdirektors. Lächerlich, aber durchaus zum ausgefallenen Persönlichkeitsstil passend und mit so viel Selbstsicherheit getragen, dass die öffentliche Empfindlichkeit gegen ihre Komik verhalten und stumm blieb. Der kleine Leibesschaden, von dem er vorbeugend gesprochen hatte, war jetzt nur allzu deutlich sichtbar, wenn auch immer noch nicht ganz klar nach seiner Beschaffenheit. Die Brust war zu hoch, wie gewohnt in solchen Fällen, aber der Verdruss im Rücken schien nicht an der gewohnten Stelle zwischen den Schultern zu sitzen, sondern tiefer, als eine Art Hüft- und Gesäßbuckel, der den Gang zwar nicht behinderte, aber ihn grotesk und bei jedem Schritt sonderbar ausladend gestaltete. Übrigens war der Unzuträglichkeit durch ihre Erwähnung gleichsam die Spitze abgebrochen worden, und zivilisiertes Feingefühl beherrschte angesichts ihrer spürbar den Saal. »Zu Ihren Diensten«, sagte Cipolla. »Ihr Einverständnis vorausgesetzt, werden wir unser Programm mit einigen arithmetischen Übungen beginnen.« »Arithmetik?« Das sah nicht nach Zauberkunststücken aus. Die Vermutung regte sich schon, dass der Mann unter falscher Flagge segelte. Nur welches seine richtige war, blieb undeutlich. Die Kinder begannen mir leid zu tun, aber für den Augenblick waren sie einfach glücklich, dabei zu sein. Das Zahlenspiel, das Cipolla nun anstellte, war ebenso einfach wie durch seine Pointe verblüffend. Er fing damit an, ein Blatt Papier mit einem Reißstift an der oberen rechten Ecke der Tafel zu befestigen und, indem er es hochhob, mit Kreide etwas aufs Holz zu schreiben. Er redete unausgesetzt dabei, besorgt seine Darbietungen durch immerwährende sprachliche Begleitung und Unterstützung vor Trockenheit zu bewahren, wobei er sich selbst ein Zungengewandter und keinen Augenblick um einen plauderhaften Einfall verlegener Conferencier war. Dass er sogleich damit fortfuhr, die Kluft zwischen Podium und Zuschauerraum aufzuheben, die schon durch das sonderbare Geplänkel mit dem Fischerburschen überbrückt worden war, dass er also Vertreter des Publikums auf die Bühne nötigte und seinerseits über die hölzernen Stufen, die dort hinaufführten, herunterkam, um persönliche Berührung mit seinen Gästen zu suchen, gehörte zu seinem Arbeitsstil und gefiel den Kindern sehr. Ich weiß nicht, wie weit die Tatsache, dass er dabei sofort wieder in Häkeleien mit Einzelpersonen geriet, in seinen Absichten und seinem System lag, obgleich er sehr ernst und verdrießlich dabei blieb. Das Publikum, wenigstens in seinen volkstümlichen Elementen, schien jedenfalls der Meinung zu sein, dass dergleichen zur Sache gehöre. Nachdem er nämlich ausgeschrieben und das Geschriebene unter dem Blatt Papier verheimlicht hatte, drückte er den Wunsch aus, zwei Personen möchten aufs Podium kommen, um beim Ausführen der bevorstehenden Rechnung behilflich zu sein. Das biete keine Schwierigkeiten, auch rechnerisch weniger Begabte seien ohne weiteres geeignet dazu. Wie gewöhnlich meldete sich niemand, und Cipolla hütete sich, den vornehmen Teil seines Publikums zu belästigen. Er hielt sich ans Volk und wandte sich an zwei lümmelstarke Burschen auf Stehplätzen im Hintergrunde des Saales, forderte sie heraus, sprach ihnen Mut zu, fand es tadelnswert, dass sie nur müßig gaffen und der Gesellschaft sich nicht gefällig erweisen wollten, und setzte sie wirklich in Bewegung.
Mit plumpen Tritten kamen sie durch den Mittelgang nach vorn, erstiegen die Stufen und stellten sich linkisch grinsend unter den Bravi-Rufen ihrer Kameradschaft vor der Tafel auf. Cipolla scherzte noch ein paar Augenblicke mit ihnen, lobte die heroische Festigkeit ihrer Gliedmaßen, die Größe ihrer Hände, die ganz geschaffen seien, der Versammlung den erbetenen Dienst zu leisten, und gab dann dem einen den Kreidegriffel in die Hand mit der Weisung, einfach die Zahlen nachzuschreiben, die ihm würden zugerufen werden. Aber der Mensch erklärte, nicht schreiben zu können. »Nur so scrivere«, sagte er mit grober Stimme, und sein Genosse fügte hinzu, »ich auch nicht.« Gott weiß, ob sie die Wahrheit sprachen oder sich nur über Cipolla lustig machen wollten. Jedenfalls war dieser weit entfernt, die Heiterkeit zu teilen, die ihr Geständnis erregte. Er war beleidigt und angewidert. Er saß in diesem Augenblick mit übergeschlagenem Bein auf einem Strohstuhl in der Mitte der Bühne und rauchte wieder eine Zigarette aus dem billigen Bündel, die ihm sichtlich desto besser mundete, als er, während die Trottel zum Podium stapften, einen zweiten Cognac zu sich genommen hatte. Wieder ließ er den tief eingezogenen Rauch zwischen den entblößten Zähnen ausströmen und blickte dabei mit dem Fuße wippend in strenger Ablehnung, wie ein Mann, der sich vor einer durchaus verächtlichen Erscheinung auf sich selbst und seine Würde zurückzieht, an den beiden fröhlichen Ehrlosen vorbei und auch über das Publikum hinweg ins Leere. »Skandalös«, sagte er kalt und verbissen, »geht an eure Plätze. Jedermann kann schreiben in Italien, dessen Größe der Unwissenheit und Finsternis keinen Raum bietet. Es ist ein schlechter Scherz, vor den Ohren dieser internationalen Gesellschaft eine Bezichtigung laut werden zu lassen, mit der ihr nicht nur euch selbst erniedrigt, sondern auch die Regierung und das Land dem Gerede aussetzt. Wenn wirklich Torre di Venere der letzte Winkel des Vaterlandes sein sollte, in den die Unkenntnis der Elementarwissenschaften sich geflüchtet hat, so müsste ich bedauern, einen Ort aufgesucht zu haben, von dem mir allerdings bekannt sein musste, dass er an Bedeutung hinter Rom in dieser und jener Beziehung zurücksteht.« Hier wurde er von dem Burschen mit der nubischen Haartracht und der Jacke über der Schulter unterbrochen, dessen Angriffslust, wie man nun sah, nur vorübergehend abgedankt hatte und der sich erhobenen Hauptes zum Ritter seines Heimatstädtchens aufwarf. »Genug«, sagte er laut, »genug der Witze über Torre. Wir alle sind von hier. Und werden nicht dulden, dass man die Stadt vor den Fremden verhöhnt. Auch diese beiden Leute sind unsere Freunde. Wenn sie keine Gelehrten sind, so sind sie dafür rechtschaffenere Jungen als vielleicht mancher andere im Saal, der mit Rom prahlt, obgleich er es auch nicht gegründet hat.« Das war ja ausgezeichnet. Der junge Mensch hatte wahrhaftig Haare auf den Zähnen. Man unterhielt sich bei dieser Art von Dramatik, obgleich sie den Eintritt ins eigentliche Programm mehr und mehr verzögerte. Einem Wortwechsel zuzuhören ist immer fesselnd. Gewisse Menschen belustigt das einfach, und sie genießen aus einer Art von Schadenfreude ihr Nicht-Beteiligt-Sein. Andere empfinden Beklommenheit und Erregung, und ich verstehe sie sehr gut, wenn ich auch damals den Eindruck hatte, dass alles gewissermaßen auf Übereinkunft beruhte und dass sowohl die beiden analphabetischen Dickhäuter wie auch der Giovanotto in der Jacke dem Künstler halb und halb zur Hand gingen, um Theater zu produzieren. Die Kinder lauschten mit vollem Genuss. Sie verstanden nichts, aber die Akzente hielten sie in Atem. Das war also ein Zauberabend, zumindest ein italienischer. Sie fanden es ausdrücklich sehr schön. Cipolla war aufgestanden und mit zwei aus der Hüfte ladenden Schritten an die Rampe gekommen. »Aber sieh ein bisschen«, sagte er mit grimmiger Herzlichkeit. »Ein alter Bekannter! Ein Jüngling, der das Herz auf der Zunge hat!« Er sagte »Sulla linguaccia«, was belegte Zunge heißt und große Heiterkeit hervorrief. »Geht, meine Freunde«, wandte er sich an die beiden Tölpel, »genug von euch. Ich habe es jetzt mit diesem Ehrenmann zu tun, con questo Torreggiano di Venere, diesem Türmer der Venus, der sich zweifellos süßer Danksagungen versieht für seine Wachsamkeit. Oh, non scherzamo!« »Reden wir ernst«, rief der Bursche. Seine Augen blitzten, und er machte wahrhaftig eine Bewegung, als wollte er die Jacke abwerfen und zur direktesten Auseinandersetzung übergehen. Cipolla nahm das nicht tragisch. Anders als wir, die einander bedenklich ansahen, hatte der Kavaliere es mit einem Landsmann zu tun, hatte den Boden der Heimat unter den Füßen. Er blieb kalt, zeigte vollkommene Überlegenheit.
eine lächelnde Kopfbewegung, seitlich gegen den Kampfhahn, den Blick ins Publikum gerichtet, rief dieses zum mitlächelnden Zeugen einer Rauflust auf, durch die der Gegner nur die Schlichtheit seiner Lebensform enthüllte. Und dann geschah abermals etwas Merkwürdiges, was jene Überlegenheit in ein unheimliches Licht setzte und die kriegerische Reizung, die von der Szene ausging, auf beschämende und unerklärliche Art ins Lächerliche zog. Cipolla näherte sich dem Burschen noch mehr, wobei er ihm eigentümlich in die Augen sah. Er kam sogar die Stufen, die dort links von uns ins Auditorium führten, halbwegs herab, so dass er, etwas erhöht, dicht vor dem Streitbaren stand. Die Reitpeitsche hing an seinem Arm. »Du bist nicht zu Scherzen aufgelegt, mein Sohn«, sagte er. »Das ist nur zu begreiflich, denn jedermann sieht, dass du nicht wohl bist.« Schon deine Zunge, deren Reinheit zu wünschen übrig ließ, deutete auf akute Unordnung des gastrischen Systems. Man sollte keine Abendunterhaltung besuchen, wenn man sich fühlt wie du. Und du selbst, ich weiß, es hast geschwankt. Ob du nicht besser tätest, ins Bett zu gehen und dir einen Leibwickel zu machen. Es war leichtsinnig, heute Nachmittag so viel von diesem weißen Wein zu trinken, der schrecklich sauer war. Jetzt hast du die Kolik, dass du dich krümmen möchtest vor Schmerzen. Tu's nur, ungescheut, es ist eine gewisse Linderung verbunden mit dieser Nachgiebigkeit des Körpers gegen den Krampf der Eingeweide. Indem er dies Wort für Wort mit ruhiger Eindringlichkeit und einer Art strenger Teilnahme sprach, schienen seine Augen, in die des jungen Menschen getaucht, über ihren Tränensäcken zugleich welk und brennend zu werden. Es waren sehr sonderbare Augen, und man verstand, dass sein Partner nicht nur aus Mannesstolz die seinen nicht von ihnen lösen mochte. Auch war von solchem Hochmut alsbald in seinem bronzierten Gesicht nichts mehr zu bemerken. Er sah den Kavaliere mit offenem Munde an, und dieser Mund lächelte in seiner Offenheit verstört und kläglich. »Krümme dich«, wiederholte Cipolla, »was bleibt dir anderes übrig? Bei solcher Kolik muss man sich krümmen. Du wirst dich doch gegen die natürliche Reflexbewegung nicht sträuben, nur weil man sie dir empfiehlt.« Der junge Mann hob langsam die Unterarme, und während er sie anpressend über dem Leibe kreuzte, verbog sich sein Körper, wandte sich seitlich vornüber, tiefer und tiefer, ging bei verstellten Füßen und gegeneinander gekehrten Knien in die Beuge, so dass er endlich ein Bild verrenkter Pein beinahe am Boden hockte. So ließ Cipolla ihn einige Sekunden stehen, tat dann mit der Reitpeitsche einen kurzen Hieb durch die Luft und kehrte ausladend zum Rundtischchen zurück, wo er einen Cognac kippte. »Il boit beaucoup«, stellte hinter uns eine Dame fest. »War das alles, was ihr auffiel? Es wollte uns nicht deutlich werden, wie weit das Publikum schon im Bilde war.« Der Bursche stand wieder aufrecht, etwas verlegen lächelnd, als wüsste er nicht so recht, wie ihm geschehen. Man hatte die Szene mit Spannung verfolgt und applaudierte ihr, als sie beendet war, indem man sowohl »Bravo Cipolla« wie »Bravo Giovanotto« rief. Offenbar fasste man den Ausgang des Streites nicht als persönliche Niederlage des jungen Menschen auf, sondern ermunterte ihn wie einen Schauspieler, der eine klägliche Rolle lobenswert durchgeführt hat. Wirklich war seine Art, sich vor Leibschmerzen zu krümmen, höchst ausdrucksvoll. In ihrer Anschaulichkeit gleichsam für die Galerie berechnet und sozusagen eine schauspielerische Leistung gewesen. Aber ich bin nicht sicher, wie weit das Verhalten des Saales nur dem menschlichen Taktgefühl zuzuschreiben war, in dem der Süden uns überlegen ist, und wie weit es auf eigentlicher Einsicht in das Wesen der Dinge beruhte. Der Kavaliere, gestärkt, hatte sich eine frische Zigarette angezündet. Der arithmetische Versuch konnte wieder in Angriff genommen werden. Ohne Schwierigkeit fand sich ein junger Mann aus den hinteren Sitzreihen, der bereit war, diktierte Ziffern auf die Tafel zu schreiben. Wir kannten ihn auch. Die ganze Unterhaltung gewann etwas Familiäres dadurch, dass man so viele Gesichter kannte. Er war der Angestellte des Kolonialwaren- und Obstladens in der Hauptstraße und hatte uns mehrmals in guter Form bedient.
Er handhabte die Kreide mit kaufmännischer Gewandtheit, während Cipolla zu unserer Ebene herabgestiegen, sich in seiner verwachsenen Gangart durch das Publikum bewegte und Zahlen einsammelte, 2-, 3- und 4-stellige, nach freier Wahl, die er den Befragten von den Lippen nahm, um sie seinerseits dem jungen Krämer zuzurufen, der sie untereinander reihte. Dabei war alles im wechselseitigen Einverständnis auf Unterhaltung, Jux, rednerische Abschweifung berechnet. Es konnte nicht fehlen, dass der Künstler auf Fremde stieß, die mit der inländischen Zahlensprache nicht fertig wurden und mit denen er sich lange auf hervorgekehrt ritterliche Art bemühte, unter der höflichen Heiterkeit der Landeskinder, die er dann wohl in Verlegenheit brachte, indem er sie nötigte, Englisch und Französisch vorgebrachte Ziffern zu verdolmetschen. Einige nannten Zahlen, die große Jahre aus der italienischen Geschichte bezeichneten. Cipolla erfasste sie sofort und knüpfte im Weitergehen patriotische Betrachtungen daran. Jemand sagte Zero, und der Kavaliere, streng beleidigt, wie bei jedem Versuch, ihn zum Narren zu halten, erwiderte über die Schulter, das sei eine weniger als zweistellige Zahl. Worauf ein anderer Spaßvogel Null, Null rief, und den Heiterkeitserfolg damit hatte, dessen die Anspielung auf natürliche Dinge unter Südländern gewiss sein kann. Der Kavaliere allein hielt sich würdig ablehnend, obgleich er die Anzüglichkeit geradezu herausgefordert hatte. Doch gab er achselzuckend auch diesen Rechnungsposten dem Schreiber zu Protokoll. Als etwa 15 Zahlen in verschieden langen Gliedern auf der Tafel standen, verlangte Cipolla die gemeinsame Addition. Geübte Rechner möchten sie vor der Schrift im Kopfe vornehmen, aber es stand frei, Crayon und Taschenbuch zu Rate zu ziehen. Cipolla saß, während man arbeitete, auf seinem Stuhl neben der Tafel und rauchte grimassierend mit dem selbstgefällig anspruchsvollen Gehaben des Krüppels. Die 5-stellige Summe war rasch bereit, jemand teilte sie mit, ein anderer bestätigte sie, das Ergebnis eines Dritten wich etwas ab, das des Vierten stimmte wieder überein. Cipolla stand auf, klopfte sich etwas Asche vom Rock, lüftete das Blatt Papier an der oberen rechten Ecke der Tafel und ließ das dort von ihm Geschriebene sehen. Die richtige Summe, einer Million sich nähernd, stand schon da. Er hatte sie im Voraus aufgezeichnet. Staunen und großer Beifall. Die Kinder waren überwältigt. Wie er das gemacht habe, wollten sie wissen. Wir bedeuteten sie, das sei ein Trick, nicht ohne weiteres zu verstehen. Der Mann sei eben ein Zauberkünstler. Nun wussten sie, was das war, die Soiree eines Taschenspielers. Wie erst der Fischer Leibschmerzen bekam und nun das fertige Resultat auf der Tafel stand, es war herrlich. Und wir sahen mit Besorgnis, dass es trotz ihrer heißen Augen und trotzdem die Uhr schon jetzt fast 22:30 war, sehr schwer sein würde, sie wegzubringen. Es würde Tränen geben. Und doch war klar, dass dieser Bucklige nicht zauberte. Wenigstens nicht im Sinne der Geschicklichkeit. Und dass dies gar nichts für Kinder war. Wiederum weiß ich nicht, was eigentlich das Publikum sich dachte. Aber um die freie Wahl bei Bestimmung der Summanden war es offenbar recht zweifelhaft bestellt gewesen. Dieser und jener der Befragten mochte wohl aus sich selbst geantwortet haben. Im Ganzen aber war deutlich, dass Cipolla sich seine Leute ausgesucht und dass der Prozess abzielend auf das vorgezeichnete Ergebnis unter seinem Willen gestanden hatte. Wobei immer noch sein rechnerischer Scharfsinn zu bewundern blieb, wenn das andere sich der Bewunderung seltsam entzog. Dazu der Patriotismus und die reizbare Würde. Die Landsleute des Kavaliere mochten sich bei all dem harmlos in ihrem Elemente fühlen und zu Späßen aufgelegt bleiben. Den von außen kommenden mutete die Mischung beklemmend an. Übrigens sorgte Cipolla selbst dafür, dass der Charakter seiner Künste jedem irgendwie Wissenden unzweifelhaft wurde, freilich ohne dass ein Name, ein Terminus fiel. Er sprach wohl davon, denn er sprach immerwährend, aber nur in unbestimmten, anmaßenden und reklamehaften Ausdrücken. Er ging noch eine Weile auf dem eingeschlagenen experimentellen Wege fort, machte die Rechnungen erst verwickelter, indem er zur Zusammenzählung Übungen aus den anderen Spezies fügte und vereinfachte sie dann aufs Äußerste, um zu zeigen, wie es zuging. Er ließ einfach Zahlen raten, die er vorher unter das Blatt Papier geschrieben hatte. Es gelang fast immer.
jemand gestand, dass er eigentlich einen anderen Betrag habe nennen wollen. Da aber im selben Augenblick die Reitpeitsche des Cavaliere vor ihm durch die Luft gepfiffen sei, habe er sich die Zahl entschlüpfen lassen, die sich dann auf der Tafel vorgefunden. Cipolla lachte mit den Schultern. Er heuchelte Bewunderung für das Ingenium der Befragten. Aber diese Komplimente hatten etwas Höhnisches und Entwürdigendes. Ich glaube nicht, dass sie von den Versuchspersonen angenehm empfunden wurden, obgleich sie dazu lächelten und den Beifall teilweise zu ihren Gunsten buchen mochten. Auch hatte ich nicht den Eindruck, dass der Künstler bei seinem Publikum beliebt war. Eine gewisse Abneigung und Aufsässigkeit war durchzufühlen. Aber von der Höflichkeit zu schweigen, die solche Regungen im Zaum hielt, verfehlten Cipollas Können, seine strenge Sicherheit nicht Eindruck zu machen. Und selbst die Reitpeitsche trug, meine ich, etwas dazu bei, dass die Revolte im Unterirdischen blieb. Vom bloßen Zahlenversuch kam er zudem mit Karten. Es waren zwei Spiele, die er aus der Tasche zog, und so viel weiß ich noch, dass das Grund- und Musterbeispiel der Experimente, die er damit anstellte, dies war, dass er aus dem einen ungesehen drei Karten wählte, die er in der Innentasche seines Gehrocks verbarg, und dass dann die Versuchsperson aus dem vorgehaltenen zweiten Spiel eben diese drei Karten zog. Nicht immer vollkommen die richtigen. Es kam vor, dass nur zwei stimmten. Aber in der Mehrzahl der Fälle triumphierte Cipolla, wenn er seine drei Blätter veröffentlichte, und dankte leicht für den Beifall, mit dem man wohl oder übel die Kräfte anerkannte, die er bewährte. Ein junger Herr in vorderster Reihe, rechts von uns, mit stolz geschnittenem Gesicht, Italiener, meldete sich und erklärte, er sei entschlossen, nach klarem Eigenwillen zu wählen und sich jeder wie immer gearteten Beeinflussung bewusst entgegenzustemmen. Wie Cipolla sich unter diesen Umständen den Ausgang denke. »Sie werden mir«, antwortete der Cavaliere, »damit meine Aufgabe etwas erschweren. An dem Ergebnis wird Ihr Widerstand nichts ändern. Die Freiheit existiert und auch der Wille existiert. Aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille, der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere. Sie sind frei zu ziehen oder nicht zu ziehen. Ziehen Sie aber, so werden Sie richtig ziehen. Desto sicherer, je eigensinniger sie zu handeln versuchen.« Man musste zugeben, dass er seine Worte nicht besser hätte wählen können, um die Wasser zu trüben und seelische Verwirrung anzurichten. Der Widerspenstige zögerte nervös, bevor er zugriff. Er zog eine Karte und verlangte sofort zu sehen, ob sie unter den Verborgenen sei. »Aber wie?« verwunderte sich Cipolla. »Warum halbe Arbeit tun?« Da jedoch der Trotzige auf dieser Vorprobe bestand, »e servito«, sagte der Gaukler mit ungewohnt lakaienhafter Gebärde und zeigte, ohne selbst hinzusehen, sein Dreiblatt fächerförmig vor. Die links steckende Karte war die gezogene. Der Freiheitskämpfer setzte sich zornig unter den Beifall des Saales. Wie weit Cipolla die mit ihm geborenen Gaben auch noch durch mechanische Tricks und Behendigkeitsmittelchen unterstützte, mochte der Teufel wissen. Eine solche Verquickung angenommen, vereinigte die ungebundene Neugier aller sich jedenfalls im Genuss einer phänomenalen Unterhaltung und in der Anerkennung einer Berufstüchtigkeit, die niemand leugnete. »Lavora bene«, wir hörten die Feststellung da und dort in unserer Nähe, und sie bedeutete den Sieg sachlicher Gerechtigkeit über Antipathie und stille Empörung. Vor allem nach seinem letzten, fragmentarischen, doch eben dadurch nur desto eindrucksvolleren Erfolge hatte Cipolla sich wieder mit einem Cognac gestärkt. In der Tat, er trank viel, und das war etwas schlimm zu sehen. Aber er brauchte Likör und Zigarette offenbar zur Erhaltung und Erneuerung seiner Spannkraft, an die, er hatte es selbst angedeutet, in mehrfacher Beziehung starke Ansprüche gestellt wurden. Wirklich sah er schlecht aus zwischenein. Hohläugig und verfallen. Das Gläschen brachte das jeweils ins Gleiche. Und seine Rede lief danach, während der eingeatmete Rauch ihm grau aus der Lunge sprudelte, belebt und anmaßend. Ich weiß bestimmt, dass er von den Kartenkunststücken zu jener Art von Gesellschaftsspielen überging, die auf über- oder untervernünftigen Fähigkeiten der menschlichen Natur, auf Intuition und magnetischer Übertragung, kurzum,
auf einer niedrigen Form der Offenbarung beruhen. Nur die intimere Reihenfolge seiner Leistungen weiß ich nicht mehr. Auch langweile ich Sie nicht mit der Schilderung dieser Versuche. Jeder kennt sie, jeder hat einmal daran teilgenommen. An diesem Auffinden versteckter Gegenstände, diesem blinden Ausführen zusammengesetzter Handlungen, zu dem die Anweisung auf unerforschtem Wege von Organismus zu Organismus ergeht. Jeder hat auch dabei seine kleinen, neugierig verächtlichen und kopfschüttelnden Einblicke in den zweideutig unsauberen und unentwirrbaren Charakter des Okkulten getan, das in der Menschlichkeit seiner Träger immer dazu neigt, sich mit Humbug und nachhelfender Mogelei vexatorisch zu vermischen, ohne dass dieser Einschlag etwas gegen die Echtheit anderer Bestandteile des bedenklichen Amalgams bewiese. Ich sage nur, dass alle Verhältnisse natürlich sich verstärken, der Eindruck nach jeder Seite an Tiefe gewinnt, wenn ein Cipolla Leiter und Hauptakteur des dunklen Spieles ist. Er saß, den Rücken gegen das Publikum gekehrt, im Hintergrunde des Podiums und rauchte, während irgendwo im Saal unter der Hand die Vereinbarungen getroffen wurden, denen er gehorchen, der Gegenstand von Hand zu Hand ging, den er aus seinem Versteck ziehen und mit dem er Vorbestimmtes ausführen sollte. Es war das typische, bald getrieben zustoßende, bald lauschend stockende Vorwärtstasten, Fehltappen und sich mit jäh eingegebener Wendung verbessern, das er zu beobachten gab, wenn er an der Hand eines wissenden Führers, der angewiesen war, sich körperlich rein folgsam zu verhalten, aber seine Gedanken auf das Verabredete zu richten, sich zurückgelegten Hauptes und mit vorgestreckter Hand im Zickzack durch den Saal bewegte. Die Rollen schienen vertauscht, der Strom ging in umgekehrter Richtung und der Künstler wies in immer fließender Rede ausdrücklich darauf hin. Der leidende, empfangende, der ausführende Teil, dessen Wille ausgeschaltet war und der einen stummen, in der Luft liegenden Gemeinschaftswillen vollführte, war nun er, der so lange gewollt und befohlen hatte. Aber er betonte, dass es auf eins hinauslaufe. Die Fähigkeit, sagte er, sich seiner selbst zu entäußern, zum Werkzeug zu werden, im unbedingtesten und vollkommensten Sinne zu gehorchen, sei nur die Kehrseite jener anderen, zu wollen und zu befehlen. Es sei ein und dieselbe Fähigkeit, befehlen und gehorchen. Sie bildeten zusammen nur ein Prinzip, eine unauflösliche Einheit. Wer zu gehorchen wisse, der wisse auch zu befehlen und ebenso umgekehrt. Der eine Gedanke sei in dem anderen einbegriffen, wie Volk und Führer ineinander einbegriffen seien. Aber die Leistung, die äußerst strenge und aufreibende Leistung, sei jedenfalls seine, des Führers und Veranstalters, in welchem der Wille Gehorsam, der Gehorsam Wille werde, dessen Person die Geburtsstätte beider sei und der es also sehr schwer habe. Er betonte dies stark und oft, dass er es außerordentlich schwer habe, wahrscheinlich um seine Stärkungsbedürftigkeit und das häufige Greifen zum Gläschen zu erklären. Er tappte seherisch umher, geleitet und getragen vom öffentlichen geheimen Willen. Er zog eine steinbesetzte Nadel aus dem Schuh einer Engländerin, wo man sie verborgen hatte, trug sie stockend und getrieben zu einer anderen Dame, es war Signora Androlieri, und überreichte sie ihr kniefällig mit vorbestimmten und wenn auch naheliegenden, so doch nicht leicht zu treffenden Worten, denn sie waren auf Französisch verabredet worden. »Ich mache Ihnen ein Geschenk zum Zeichen meiner Verehrung«, hatte er zu sagen, und uns schien, als läge Bosheit in der Härte dieser Bedingung. Ein Zwiespalt drückte sich darin aus zwischen dem Interesse am Gelingen des Wunderbaren und dem Wunsch, der anspruchsvolle Mann möchte eine Niederlage erleiden. Aber sehr merkwürdig war es, wie Cipolla auf den Knien vor Madame Angiolieri unter versuchendem Reden um die Erkenntnis des ihm aufgegebenen rang. »Ich muss etwas sagen«, äußerte er, »und ich fühle deutlich, was es zu sagen gilt. Dennoch fühle ich zugleich, dass es falsch würde, wenn ich es über die Lippen ließe. Hüten Sie sich, mir mit irgendeinem unwillkürlichen Zeichen zu Hilfe zu kommen«, rief er aus. Obgleich oder weil zweifellos gerade dieses war, worauf er hoffte. »Pensez très fort«,
rief er auf einmal in schlechtem Französisch und sprudelte dann den befohlenen Satz zwar auf Italienisch hervor, aber so, dass er das Schluss- und Hauptwort plötzlich in die ihm wahrscheinlich ganz ungeläufige Schwestersprache fallen ließ und statt Venerazione, Veneration mit einem unmöglichen Nasal am Ende sagte. Ein Teilerfolg, der nach den schon vollendeten Leistungen, dem Auffinden der Nadel, dem Gang zur Empfängerin und dem Kniefall, fast eindrucksvoller wirkte, als der restlose Sieg es getan hätte und bewunderungsvollen Beifall hervorrief. Cipolla trocknete sich aufstehend den Schweiß von der Stirn. Sie verstehen, dass ich nur ein Beispiel seiner Arbeit gab, indem ich von der Nadel erzählte, es ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Aber er wandelte die Grundform mehrfach ab und durchflocht diese Versuche, so dass viel Zeit darüber verging, mit Improvisationen verwandter Art, zu denen die Berührung mit dem Publikum ihm auf Schritt und Tritt verhalf. Namentlich von der Person unserer Wirtin schien Eingebung auf ihn auszugehen. Sie entlockte ihm verblüffende Wahrsagungen. »Es entgeht mir nicht, Signora«, sagte er zu ihr, »dass es mit Ihnen eine besondere und ehrenvolle Bewandtnis hat. Wer zu sehen weiß, der erblickt um Ihre reizende Stirn einen Schein, der, wenn mich nicht alles täuscht, einst stärker war als heute. Einen langsam verbleichenden Schein. Kein Wort, helfen Sie mir nicht. An Ihrer Seite sitzt Ihr Gatte, nicht wahr?« wandte er sich an den stillen Herrn Angiolieri. »Sie sind der Gatte dieser Dame und Ihr Glück ist vollkommen. Aber in dieses Glück hinein ragen Erinnerungen, fürstliche Erinnerungen. Das vergangene, Signora, spielt in Ihrem gegenwärtigen Leben, wie mir scheint, eine bedeutende Rolle. Sie kannten einen König. Hat nicht ein König in vergangenen Tagen Ihren Lebensweg gekreuzt?« »Doch nicht«, hauchte die Spenderin unserer Mittagssuppe, und ihre braungoldenen Augen schimmerten in der Edelblässe ihres Gesichtes. »Doch nicht? Nein, kein König. Ich sprach gleichsam nur im Rohen und Unreinen. Kein König, kein Fürst, aber dennoch ein Fürst. Ein König höherer Reich, ein großer Künstler war es, an dessen Seite Sie einst, Sie wollen mir widersprechen, und doch können Sie es nicht mit voller Entschiedenheit, können es nur zur Hälfte tun. Nun denn, es war eine große, eine weltberühmte Künstlerin, deren Freundschaft Sie in zarter Jugend genossen und deren heiliges Gedächtnis Ihr ganzes Leben überschattet und verklärt. Den Namen? Ist es nötig, Ihnen den Namen zu nennen, dessen Ruhm sich längst mit dem des Vaterlandes verbunden hat und mit ihm unsterblich ist? Eleonora Duse«, schloss er leise und feierlich. Die kleine Frau nickte überwältigt in sich hinein. Der Applaus glich einer nationalen Kundgebung. Fast jeder Mann im Saale wusste von Frau Angiolieris bedeutender Vergangenheit und vermochte also die Intuition des Kavaliere zu würdigen, voran die anwesenden Gäste der Casa Eleonora. Es fragte sich nur, wie viel er selbst davon gewusst. Beim ersten berufsmäßigen Umhorchen nach seiner Ankunft in Torre davon in Erfahrung gebracht haben mochte. Aber ich habe gar keine Grundfähigkeiten, die ihm vor unseren Augen zum Verhängnis wurden, rationalistisch zu verdächtigen. Vor allem gab es nun eine Pause und unser Gebieter zog sich zurück. Ich gestehe, dass ich mich vor diesem Punkte meines Berichtes gefürchtet habe, fast seit ich zu erzählen begann. Die Gedanken der Menschen zu lesen ist meistens nicht schwer, und hier ist es sehr leicht. Unfehlbar werden Sie mich fragen, warum wir nicht endlich weggegangen seien, und ich muss Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Ich verstehe es nicht und weiß mich tatsächlich nicht zu verantworten. Es muss damals bestimmt schon mehr als 11 Uhr gewesen sein, wahrscheinlich noch später. Die Kinder schliefen. Die letzte Versuchsserie war für sie recht langweilig gewesen, und so hatte die Natur es leicht, ihr Recht zu erkämpfen. Sie schliefen auf unseren Knien, die Kleine auf den meinen, der Junge auf denen der Mutter. Das war einerseits tröstlich, dann aber doch auch wieder ein Grund zum Erbarmen und eine Mahnung, sie in ihre Betten zu bringen. Ich versichere, dass wir ihr gehorchen wollten, dieser rührenden Mahnung, es ernstlich wollten. Wir weckten die armen Dinger mit der Versicherung, nun sei es entschieden, die höchste Zeit zur Heimkehr. Aber ihr flehentlicher Widerstand begann mit dem Augenblick ihrer Selbstbesinnung. Und Sie wissen, dass der Abscheu von Kindern gegen das vorzeitige Verlassen einer Unterhaltung nur zu brechen, nicht zu überwinden ist. »Es sei herrlich,
beim Zauberer, klagten sie. Wir wüssten nicht, was noch kommen solle. Man müsse wenigstens abwarten, womit er nach der Pause beginnen werde. Sie schliefen gern zwischendurch ein bisschen, aber nur nicht nach Hause, nur nicht ins Bett, während der schöne Abend hier weitergehe. Wir gaben nach, wenn auch so viel wir wussten, nur für den Augenblick, für eine Weile noch, vorläufig. Zu entschuldigen ist es nicht, dass wir blieben. Und es zu erklären, fast ebenso schwer. Glaubten wir, B sagen zu müssen, nachdem wir A gesagt und irrtümlicherweise die Kinder überhaupt hierher gebracht hatten? Ich finde das ungenügend. Unterhielten wir selbst uns denn? Ja und nein. Unsere Gefühle für Cavaliere Cipolla waren höchst gemischter Natur. Aber das waren, wenn ich nicht irre, die Gefühle des ganzen Saales. Und dennoch ging niemand weg. Unterlagen wir einer Faszination, die von diesem auf so sonderbare Weise sein Brot verdienenden Manne auch neben dem Programm, auch zwischen den Kunststücken ausging und unsere Entschlüsse lähmte? Ebenso gut mag die bloße Neugier in Rechnung zu stellen sein. Man möchte wissen, wie ein Abend sich fortsetzen wird, der so begonnen hat. Und übrigens hatte Cipolla seinen Abgang mit Ankündigungen begleitet, die darauf schließen ließen, dass er seinen Sack keineswegs geleert habe und eine Steigerung der Effekte zu erwarten sei. Aber das alles ist es nicht. Oder es ist nicht alles. Das Richtigste wäre die Frage, warum wir jetzt nicht gingen, mit der anderen zu beantworten, warum wir vorher Torre nicht verlassen hatten. Das ist meiner Meinung nach eine und dieselbe Frage. Und um mich herauszuwinden, könnte ich einfach sagen, ich hätte sie schon beantwortet. Es ging hier gerade so merkwürdig und spannend, gerade so unbehaglich, kränkend und bedrückend zu wie in Torre überhaupt. Ja, mehr als gerade so. Dieser Saal bildete den Sammelpunkt aller Merkwürdigkeit, Nicht-Geheuerlichkeit und Gespanntheit, womit uns die Atmosphäre des Aufenthaltes geladen schien. Dieser Mann, dessen Rückkehr wir erwarteten, dünkte uns die Personifikation von all dem. Und da wir im Großen nicht abgereist waren, wäre es unlogisch gewesen, es sozusagen im Kleinen zu tun. Nehmen Sie das als Erklärung unserer Sesshaftigkeit an oder nicht? Etwas Besseres weiß ich einfach nicht vorzubringen. Es gab also eine Pause von 10 Minuten, aus denen annähernd 20 wurden. Die Kinder, wach geblieben und entzückt von unserer Nachgiebigkeit, wussten sie vergnüglich auszufüllen. Sie nahmen ihre Beziehungen zur volkstümlichen Sphäre wieder auf, zu Antonio, zu Guiscardo, zu dem Manne der Paddelboote. Sie riefen den Fischern durch die hohlen Hände Wünsche zu, deren Wortlaut sie von uns eingeholt hatten. »Morgen viele Fischchen!« »Ganz voll die Netze!« Sie riefen zu Mario, dem Kellnerburschen vom Esquisito, hinüber. »Mario, una cioccolato, e biscotti!« Und er gab Acht diesmal und antwortete lächelnd, »Subito!« Wir bekamen Gründe, dies freundliche und etwas zerstreut melancholische Lächeln im Gedächtnis zu bewahren. So ging die Pause herum, der Gongschlag ertönte, das in Plauderei gelöste Publikum sammelte sich, die Kinder rückten sich begierig auf ihren Stühlen zurecht, die Hände im Schoß, die Bühne war offen geblieben, Cipolla betrat sie ausladenden Schrittes und begann sofort, die zweite Folge seiner Darbietungen konferenzmäßig einzuleiten. Lassen Sie mich zusammenfassen. Dieser selbstbewusste Verwachsene war der stärkste Hypnotiseur, der mir in meinem Leben vorgekommen. Wenn er der Öffentlichkeit über die Natur seiner Vorführungen Sand in die Augen gestreut und sich als Geschicklichkeitskünstler angekündigt hatte, so hatten damit offenbar nur polizeiliche Bestimmungen umgangen werden sollen, die eine gewerbsmäßige Ausübung dieser Kräfte grundsätzlich verpönten. Vielleicht ist die formale Verschleierung in solchen Fällen landesüblich und amtlich geduldet oder halb geduldet. Jedenfalls hatte der Gaukler praktisch aus dem wahren Charakter seiner Wirkungen von Anfang an wenig Hehl gemacht. Und die zweite Hälfte seines Programms nun war ganz offen und ausschließlich auf den Spezialversuch, die Demonstration der Willensentziehung und Aufnötigung gestellt, wenn auch rein rednerisch immer noch die Umschreibung herrschte.
in einer langwierigen Serie komischer, aufregender, erstaunlicher Versuche, die um Mitternacht noch in vollem Gange waren, bekam man vom Unscheinbaren bis zum Ungeheuerlichen alles zu sehen, was dies natürlich unheimliche Feld an Phänomenen zu bieten hat. Und den grotesken Einzelheiten folgte ein lachendes, kopfschüttelndes, sich aufs Knie schlagendes, applaudierendes Publikum, das deutlich im Bann einer Persönlichkeit von strenger Selbstsicherheit stand, obgleich es, wie mir wenigstens schien, nicht ohne widerspenstiges Gefühl für das eigentümlich Entehrende war, das für den Einzelnen und für alle in Cipollas Triumphen lag. Zwei Dinge spielten die Hauptrolle bei diesen Triumphen: das Stärkungsgläschen und die Reitpeitsche mit dem Klauengriff. Das eine musste immer wieder dazu dienen, seiner Dämonie einzuheizen, da sonst, wie es schien, Erschöpfung gedroht hätte. Und das hätte menschlich besorgt stimmen können um den Mann, wenn nicht das andere, dies beleidigende Symbol seiner Herrschaft gewesen wäre, diese pfeifende Fuchtel, unter die seine Anmaßung uns alle stellte und deren Mitwirkung weichere Empfindungen als die einer verwunderten und vertrotzten Unterwerfung nicht aufkommen ließ. Vermisste er sie? Beanspruchte er auch noch unser Mitgefühl? Wollte er alles haben? Eine Äußerung von ihm prägte sich mir ein, die auf solche Eifersucht schließen ließ. Er tat sie, als er auf dem Höhepunkt seiner Experimente einen jungen Menschen, der sich ihm zur Verfügung gestellt und sich längst als besonders empfängliches Objekt dieser Einflüsse erwiesen, durch Striche und Anhauch vollkommen kataleptisch gemacht hatte, dergestalt, dass er den in Tiefschlaf gebannten nicht nur mit Nacken und Füßen auf die Lehnen zweier Stühle legen, sondern sich ihm auch auf den Leib setzen konnte, ohne dass der brettstarre Körper nachgab. Der Anblick des Unholds im Salonrock, hockend auf der verholzten Gestalt, war unglaubwürdig und scheußlich. Und das Publikum in der Vorstellung, dass das Opfer dieser wissenschaftlichen Kurzweil leiden müsse, äußerte Erbarmen. »Poveretto! Armer Kerl!« riefen gutmütige Stimmen. »Poveretto!« höhnte Cipolla erbittert. »Das ist falsch adressiert, meine Herrschaften. Sono io, il poveretto. Ich bin es, der das alles duldet.« Man steckte die Lehre ein. »Gut.« Er selbst mochte es sein, der die Kosten der Unterhaltung trug und der vorstellungsweise auch die Leibschmerzen auf sich genommen haben mochte, von denen der Giovanotto die erbärmliche Grimasse lieferte. Aber der Augenschein sprach dagegen. Und man ist nicht aufgelegt, Poveretto zu jemandem zu sagen, der für die Entwürdigung der anderen leidet. Ich habe vorgegriffen und die Reihenfolge ganz beiseite geworfen. Mein Kopf ist noch heute voll von Erinnerungen an des Cavaliere Duldertaten, nur weiß ich nicht mehr Ordnung darin zu halten, und es kommt auf sie auch nicht an. So viel aber weiß ich, dass die großen und umständlichen, die am meisten Beifall fanden, mir weniger Eindruck machten als gewisse kleine und rasch vorübergehende. Das Phänomen des Jungen als Sitzbank kam mir soeben nur der daran geknüpften Zurechtweisung wegen gleich in den Sinn, dass aber eine ältere Dame, auf einem Strohstuhl schlafend, von Cipolla in die Illusion gewiegt wurde, sie mache eine Reise nach Indien und aus der Trance sehr beweglich von ihren Abenteuern zu Wasser und zu Lande kündete, beschäftigte mich viel weniger, und ich fand es weniger toll, als dass, gleich nach der Pause, ein hoch und breit gebauter Herr militärischen Ansehens den Arm nicht mehr heben konnte, nur weil der Bucklige ihm ankündigte, er werde es nicht mehr tun können, und einmal seine Reitpeitsche dazu durch die Luft pfeifen ließ. Ich sehe noch immer das Gesicht dieses schnurrbärtig stattlichen Colonello vor mir, dies lächelnde Zähne zusammenbeißen im Ringen nach einer eingebüßten Verfügungsfreiheit. Was für ein konfuser Vorgang! Er schien zu wollen und nicht zu können. Aber er konnte wohl nur nicht wollen. Und es waltete da jene die Freiheit lähmende Verstrickung des Willens in sich selbst, die unser Bändiger vorhin schon dem römischen Herrn höhnisch vorausgesagt hatte. Noch weniger vergesse ich in ihrer rührenden und geisterhaften Komik die Szene mit Frau Angiolieri, deren ätherische Widerstandslosigkeit gegen seine Macht der Cavaliere gewiss schon bei seiner ersten dreisten Umschau im Saale erspäht hatte. Er zog sie durch pure Behexung buchstäblich von ihrem Stuhl empor,
aus ihrer Reihe heraus, mit sich fort. Und dabei hatte er, um sein Licht besser leuchten zu lassen, Herrn Angiolieri aufgegeben, seine Frau mit Vornamen zu rufen, gleichsam um das Gewicht seines Daseins und seiner Rechte in die Waagschale zu werfen und mit der Stimme des Gatten alles in der Seele der Gefährtin wachzurufen, was ihre Tugend gegen bösen Zauber zu schützen vermochte. Doch wie vergeblich geschah es. Cipolla, in einiger Entfernung von dem Ehepaar, ließ einmal seine Peitsche pfeifen, mit der Wirkung, dass unsere Wirtin heftig zusammenzuckte und ihm ihr Gesicht zuwandte. »Sofronia«, rief Herr Angiolieri schon hier. Wir hatten gar nicht gewusst, dass Frau Angiolieri Sofronia mit Vornamen hieß. Und mit Recht begann er zu rufen, denn jedermann sah, dass Gefahr im Verzuge war. Seiner Gattin Antlitz blieb unverwandt gegen den verfluchten Kavaliere gerichtet. Dieser nun, die Peitsche ans Handgelenk gehängt, begann mit allen seinen 10 langen und gelben Fingern winkende und ziehende Bewegungen gegen sein Opfer zu vollführen und schrittweise rückwärts zu gehen. Da stieg Frau Angiolieri in schimmernder Blässe von ihrem Sitze auf, wandte sich ganz nach der Seite des Beschwörers und fing an, ihm nachzuschweben. Geisterhafter und fataler Anblick, mondsüchtigen Ausdrucks, die Arme steif, die schönen Hände etwas aus dem Gelenk erhoben und wie mit geschlossenen Füßen schien sie langsam aus ihrer Bank herauszugleiten, dem ziehenden Verführer nach. »Rufen Sie, mein Herr, rufen Sie doch«, mahnte der Schreckliche, und Herr Angiolieri rief mit schwacher Stimme »Sofronia«. Ach, mehrmals rief er es noch, hob sogar, da sein Weib sich mehr und mehr von ihm entfernte, eine hohle Hand zum Munde und winkte mit der anderen beim Rufen. Aber ohnmächtig verhallte die arme Stimme der Liebe und Pflicht im Rücken einer Verlorenen, und in mondsüchtigem Gleiten, berückt und taub, schwebte Frau Angiolieri dahin, in den Mittelgang, ihn entlang, gegen den fingernden Buckligen auf die Ausgangstür zu. Der Eindruck war zwingend und vollkommen, dass sie ihrem Meister, wenn dieser gewollt hätte, so bis ans Ende der Welt gefolgt wäre. »Accidente«, rief Herr Angiolieri in wirklichem Schrecken und sprang auf, als die Saaltür erreicht war. Aber im selben Augenblick ließ der Kavaliere den Siegeskranz gleichsam fallen und brach ab. »Genug, Signora, ich danke Ihnen«, sagte er, und bot der aus Wolken zu sich kommenden mit komödiantischer Ritterlichkeit den Arm, um sie Herrn Angiolieri wieder zuzuführen. »Mein Herr«, begrüßte er diesen, »hier ist Ihre Gemahlin. Unversehrt, nebst meinen Komplimenten, liefere ich Sie in Ihre Hände zurück. Hüten Sie mit allen Kräften Ihrer Männlichkeit einen Schatz, der so ganz der Ihre ist, und befeuern Sie Ihre Wachsamkeit durch die Einsicht, dass es Mächte gibt, die stärker als Vernunft und Tugend und nur ausnahmsweise mit der Hochherzigkeit der Entsagung gepaart sind.« Der arme Herr Angiolieri, still und kahl. Er sah nicht aus, als ob er sein Glück auch nur gegen minder dämonische Mächte zu schützen gewusst hätte, als diejenigen waren, die hier zum Schrecken auch noch den Hohn fügen. Gravitätisch und gebläht kehrte der Kavaliere aufs Podium zurück, unter einem Beifall, dem seine Beredsamkeit doppelte Fülle verliehen hatte. Namentlich durch diesen Sieg, wenn ich mich nicht irre, war seine Autorität auf einen Grad gestiegen, dass er sein Publikum tanzen lassen konnte. Ja, tanzen, das ist ganz wörtlich zu verstehen. Und es brachte eine gewisse Ausartung, ein gewisses spätnächtliches Drunter und Drüber der Gemüter, eine trunkene Auflösung der kritischen Widerstände mit sich, die so lange dem Wirken des unangenehmen Mannes entgegengestanden waren. Freilich hatte er um die Vollendung seiner Herrschaft hart zu kämpfen, und zwar gegen die Aufsässigkeit des jungen römischen Herrn, dessen moralische Versteifung ein dieser Herrschaft gefährliches öffentliches Beispiel abzugeben drohte. Gerade auf die Wichtigkeit des Beispiels aber verstand sich der Kavaliere, und klug genug, den Ort des geringsten Widerstandes zum Angriffspunkt zu wählen, ließ er die Tanzorgie durch jenen schwächlichen und zur Entgeisterung geneigten Jüngling einleiten, den er vorhin schon stocksteif gemacht hatte. Dieser hatte eine Art, sobald ihn der Meister nur mit dem Blicke anfuhr, wie vom Blitz getroffen, den Oberkörper zurückzuwerfen und
Hände an der Hosennaht, in einen Zustand von militärischem Somnambulismus zu verfallen, dass seine Erbötigkeit zu jedem Unsinn, den man ihm auferlegen würde, von vornherein in die Augen sprang. Auch schien er in der Hörigkeit sich ganz zu behagen und seine armselige Selbstbestimmung gern los zu sein. Denn immer wieder bot er sich als Versuchsobjekt an und setzte sichtlich seine Ehre darein, ein Musterbeispiel prompter Entseelung und Willenlosigkeit zu bieten. Auch jetzt stieg er aufs Podium, und nur eines Luftstreiches der Peitsche bedurfte es, um ihn nach der Weisung des Cavaliere dort oben Step tanzen zu lassen, das heißt, in einer Art von wohlgefälliger Ekstase mit geschlossenen Augen und wiegendem Kopf seine dürftigen Glieder nach allen Seiten zu schleudern. Offenbar war das vergnüglich, und es dauerte nicht lange, bis er Zuzug fand und zwei weitere Personen, ein schlicht und ein gut gekleideter Jüngling, zu seinen beiden Seiten den Step vollführten. Hier nun war es, dass der Herr aus Rom sich meldete und trotzig anfragte, ob der Cavaliere sich anheischig mache, ihn tanzen zu lehren, auch wenn er nicht wolle. »Auch wenn Sie nicht wollen«, antwortete Cipolla in einem Ton, der mir unvergesslich ist. »Ich habe dieses fürchterliche »Anche se non vuole« noch immer im Ohr.« Und dann also begann der Kampf. Cipolla, nachdem er ein Gläschen genommen und sich eine frische Zigarette angezündet, stellte den Römer irgendwo im Mittelgang auf, das Gesicht der Ausgangstür zugewandt, nahm selbst in einiger Entfernung hinter ihm Aufstellung und ließ seine Peitsche pfeifen, indem er befahl, »Balla!« Sein Gegner rührte sich nicht. »Balla!« wiederholte der Cavaliere mit Bestimmtheit und schnippte. Man sah, wie der junge Mann den Hals im Kragen rückte und wie gleichzeitig eine seiner Hände sich aus dem Gelenke hob, eine seiner Fersen sich auswärts kehrte. Bei solchen Anzeichen einer zuckenden Versuchung aber, Anzeichen, die jetzt sich verstärkten, jetzt wieder zur Ruhe gebracht wurden, blieb es lange Zeit. Niemand verkannte, dass hier ein vorgefasster Entschluss zum entschiedenen Widerstande, eine heroische Hartnäckigkeit zu besiegen waren. Dieser Brave wollte die Ehre des Menschengeschlechtes heraushauen. Er zuckte, aber er tanzte nicht. Und der Versuch zog sich so sehr in die Länge, dass der Cavaliere genötigt war, seine Aufmerksamkeit zu teilen. Hier und da wandte er sich nach der Bühne und den dort Zappelnden um und ließ seine Peitsche gegen sie pfeifen, um sie in Zucht zu halten, nicht ohne seitwärts sprechend das Publikum darüber zu belehren, dass jene Ausgelassenen nachher keinerlei Ermüdung empfinden würden, solange sie auch tanzten. Denn nicht sie seien es eigentlich, die es täten, sondern er. Dann bohrte er wieder den Blick in den Nacken des Römers, die Willensfeste zu brennen, die sich seiner Herrschaft entgegenstellte. Man sah sie unter seinen immer wiederholten Heben und unentwegten Anrufen wanken, diese Feste. Sah es mit einer sachlichen Anteilnahme, die von affekthaften Einschlägen, von Bedauern und grausamer Genugtuung nicht frei war. Verstand ich den Vorgang recht, so unterlag dieser Herr der Negativität seiner Kampfposition. Wahrscheinlich kann man vom Nichtwollen seelisch nicht leben. Eine Sache nicht tun wollen, das ist auf die Dauer kein Lebensinhalt. Etwas nicht wollen und überhaupt nicht mehr wollen, also das Geforderte dennoch tun, das liegt vielleicht zu benachbart, als dass nicht die Freiheitsidee dazwischen ins Gedränge geraten müsste. Und in dieser Richtung bewegten sich denn auch die Zureden, die der Cavaliere zwischen Peitschenhiebe und Befehle einflocht, indem er Einwirkungen, die sein Geheimnis waren, mit verwirrend psychologischen mischte. »Balla«, sagte er, »wer wird sich so quälen? Nennst du es Freiheit, diese Vergewaltigung deiner selbst? Una ballatina! Es reißt dir ja an allen Gliedern. Wie gut wird es sein, ihnen endlich den Willen zu lassen? Da, du tanzest ja schon. Das ist kein Kampf mehr, das ist bereits das Vergnügen.« So war es. Das Zucken und Zerren im Körper des Widerspenstigen nahm überhand. Er hob die Arme, die Knie. Auf einmal lösten sich alle seine Gelenke. Er warf die Glieder. Er tanzte. Und so führte der Cavaliere ihn, während die Leute klatschten, aufs Podium, um ihn den anderen Hampelmännern anzureihen. Man sah nun das Gesicht des Unterworfenen. Es war dort oben veröffentlicht. Er lächelte breit, mit halbgeschlossenen Augen, während er sich vergnügte.
Es war eine Art von Trost zu sehen, dass ihm offenbar wohler war jetzt als zur Zeit seines Stolzes. Man kann sagen, dass sein Fall Epoche machte. Mit ihm war das Eis gebrochen, Cipollas Triumph auf seiner Höhe. Der Stab der Kirke, diese pfeifende Ledergerte mit Klauengriff, herrschte unumschränkt. Zu dem Zeitpunkt, den ich im Sinne habe und der ziemlich weit nach Mitternacht gelegen gewesen sein muss, tanzten auf der kleinen Bühne 8 oder 10 Personen. Aber auch im Saale selbst gab es allerlei Beweglichkeit und eine Angelsächsin mit Zwicker und langen Zähnen war, ohne dass der Meister sich auch nur um sie gekümmert hätte, aus ihrer Reihe hervorgekommen, um im Mittelgang eine Tarantella aufzuführen. Cipolla unterdessen saß in lässiger Haltung auf einem Strohstuhl links auf dem Podium, verschlang den Rauch einer Zigarette und ließ ihn durch seine hässlichen Zähne arrogant wieder ausströmen. Fußwippend und zuweilen mit den Schultern lachend blickte er in die Gelöstheit des Saales und ließ von Zeit zu Zeit halb rückwärts die Peitsche gegen einen Zappler pfeifen, der im Vergnügen nachlassen wollte. Die Kinder waren wach um diese Zeit. Ich erwähne sie mit Beschämung. Hier war nicht gut sein, für sie am wenigsten. Und dass wir sie immer noch nicht fortgeschafft hatten, kann ich mir nur mit einer gewissen Ansteckung durch die allgemeine Fahrlässigkeit erklären, von der zu dieser Nachtstunde auch wir ergriffen waren. Es war nun schon alles einerlei. Übrigens, und Gottlob, fehlte ihnen der Sinn für das Anrüchige dieser Abendunterhaltung. Ihre Unschuld entzückte sich immer aufs Neue an der außerordentlichen Erlaubnis, einem solchen Spektakel der Soiree des Zauberkünstlers beizuwohnen. Immer wieder hatten sie viertelstundenweise auf unseren Knien geschlafen und lachten nun mit roten Backen und trunkenen Augen von Herzen über die Sprünge, die der Herr des Abends die Leute machen ließ. Sie hatten es sich so lustig nicht gedacht. Sie beteiligten sich mit ungeschickten Händchen freudig an jedem Applaus. Aber vor Lust hüpften sie nach ihrer Art von den Stühlen empor, als Cipolla ihrem Freunde Mario vom Esquisito winkte. Ihm winkte, recht wie es im Buche steht, indem er die Hand vor die Nase hielt und abwechselnd den Zeigefinger lang aufrichtete und zum Haken krümmte. Mario gehorchte. Ich sehe noch die Stufen hinauf zum Kavaliere steigen, der dabei immer fortfuhr, in jener grotesk musterhaften Art mit dem Zeigefinger zu winken. Einen Augenblick hatte der junge Mensch gezögert, auch daran erinnere ich mich genau. Er hatte während des Abends mit verschränkten Armen oder die Hände in den Taschen seiner Jacke im Seitengange an einem Holzpfeiler gelehnt, links von uns, dort, wo auch der Giovanotto mit der kriegerischen Haartracht stand, und war den Darbietungen, so viel wir gesehen hatten, aufmerksam, aber ohne viel Heiterkeit und Gott weiß mit wie viel Verständnis gefolgt. Zu guter Letzt noch zur Mittätigkeit angehalten zu werden, war ihm sichtlich nicht angenehm. Dennoch war es nur zu begreiflich, dass er dem Winken folgte. Das lag schon in seinem Beruf. Und außerdem war es wohl eine seelische Unmöglichkeit, dass ein schlichter Bursche wie er dem Zeichen eines so im Erfolg thronenden Mannes wie Cipolla es zu dieser Stunde war, hätte den Gehorsam verweigern sollen. Gern oder ungern, er löste sich also von seinem Pfeiler, dankte denen, die vor ihm stehend und sich umschauend ihm den Weg zum Podium freigaben, und stieg hinauf. Ein zweifelndes Lächeln um seine aufgeworfenen Lippen. Stellen Sie ihn sich vor, als einen untersetzt gebauten Jungen von 20 Jahren, mit kurzgeschorenem Haar, niedriger Stirn und zu schweren Lidern, über Augen, deren Farbe ein unbestimmtes Grau mit grünen und gelben Einschlägen war. Das weiß ich genau, denn wir hatten oft mit ihm gesprochen. Das Obergesicht mit der eingedrückten Nase, die einen Sattel von Sommersprossen trug, trat zurück gegen das untere, von den dicken Lippen beherrschte, zwischen denen beim Sprechen die feuchten Zähne sichtbar wurden, und diese Wulstlippen verliehen zusammen mit der Verhülltheit der Augen seiner Physiognomie eine primitive Schwermut, die gerade der Grund gewesen war, weshalb wir von jeher etwas übrig gehabt hatten für Mario. Von Brutalität des Ausdrucks konnte keine Rede sein. Dem hätte schon die ungewöhnliche Schmalheit und Feinheit seiner Hände widersprochen, die selbst unter Südländern als nobel auffielen und von denen man sich gern bedienen ließ.
Wir kannten ihn menschlich, ohne ihn persönlich zu kennen, wenn Sie mir die Unterscheidung erlauben wollen. Wir sahen ihn fast täglich und hatten eine gewisse Teilnahme gefasst für seine träumerische, leicht in Geistesabwesenheit sich verlierende Art, die er in hastigem Übergang durch eine besondere Dienstfertigkeit korrigierte. Sie war ernst, höchstens durch die Kinder zum Lächeln zu bringen, nicht mürrisch, aber unschmeichlerisch, ohne gewollte Liebenswürdigkeit. Oder vielmehr, sie verzichtete auf Liebenswürdigkeit. Sie machte sich offenbar keine Hoffnung zu gefallen. Seine Figur wäre uns auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Eine der unscheinbaren Reiseerinnerungen, die man besser behält als manche erheblichere. Von seinen Umständen aber wussten wir nichts weiter, als dass sein Vater ein kleiner Schreiber im Municipio und seine Mutter Wäscherin war. Die weiße Jacke, in der er servierte, kleidete ihn besser als der verschossene Complet aus dünnem, gestreiftem Stoff, in dem er jetzt da hinaufstieg, keinen Kragen um den Hals, sondern ein geflammtes Seidentuch, über dessen Enden die Jacke geschlossen war. Er trat an den Cavaliere heran, aber dieser hörte nicht auf, seinen Fingerhaken vor der Nase zu bewegen, so dass Mario noch näher treten musste, neben die Beine des Gewaltigen, unmittelbar an den Stuhlsitz heran, worauf Cipolla ihn mit gespreizten Ellbogen anfasste und ihm eine Stellung gab, dass wir sein Gesicht sehen konnten. Er musterte ihn lässig, herrscherlich und heiter von oben bis unten. »Was ist das, Ragazzo mio?« sagt er. »So spät machen wir Bekanntschaft? Dennoch kannst du mir glauben, dass ich die deine längst gemacht habe. Aber ja, ich habe dich längst ins Auge gefasst und mich deiner vortrefflichen Eigenschaften versichert. Wie konnte ich dich wieder vergessen? So viele Geschäfte, weißt du. Sage mir doch, wie nennst du dich? Nur den Vornamen will ich wissen.« »Mario, heiße ich«, antwortete der junge Mensch leise. »Ah, Mario, sehr gut. Doch, der Name kommt vor, ein verbreiteter Name, ein antiker Name. Einer von denen, die die heroischen Überlieferungen des Vaterlandes wach erhalten. Bravo, salve!« Und er streckte Arme und flache Hand aus seiner schiefen Schulter zum römischen Gruß schräg aufwärts. Wenn er etwas betrunken war, so konnte das nicht Wunder nehmen. Aber er sprach nach wie vor sehr klar akzentuiert und geläufig, wenn auch um diese Zeit in sein ganzes Gehaben und auch in den Tonfall seiner Worte etwas Sattes und Paschahaftes, etwas von Räkelei und Übermut eingetreten war. »Also denn, mein Mario«, fuhr er fort, »es ist schön, dass du heute Abend gekommen bist und noch dazu ein so schmuckes Halstuch angelegt hast, das dir exzellent zu Gesichte steht und dir bei den Mädchen nicht wenig zustatten kommen wird, den reizenden Mädchen von Torre di Venere.« Von den Stehplätzen her, ungefähr von dort, wo auch Mario gestanden hatte, ertönte ein Lachen. Es war der Giovanotto mit der Kriegsfrisur, der es ausstieß. Er stand dort mit seiner geschulterten Jacke und lachte, »ha, ha!« recht roh und höhnisch. Mario zuckte, glaube ich, die Achseln. Jedenfalls zuckte er. Vielleicht war es eigentlich ein Zusammenzucken. Und die Bewegung der Achseln nur eine halb nachträgliche Verkleidung dafür, mit der er bekunden wollte, dass das Halstuch sowohl wie das schöne Geschlecht ihm gleichgültig seien. Der Cavaliere blickte flüchtig hinunter. »Um den da kümmern wir uns nicht«, sagte er. »Er ist eifersüchtig. Wahrscheinlich auf die Erfolge deines Tuches bei den Mädchen. Vielleicht auch, weil wir uns hier oben so freundschaftlich unterhalten, du und ich. Wenn er will, erinnere ich ihn an seine Kolik. Das kostet mich gar nichts. Sag ein bisschen, Mario. Du zerstreust dich heute Abend. Und am Tage bedienst du also in einem Kurzwarengeschäft. In einem Café«, verbesserte der Junge. »Vielmehr in einem Café. Da hat der Cipolla einmal daneben gehauen. Ein Cameriere bist du, ein Schinke, ein Ganymed. Das lasse ich mir gefallen, noch eine antike Erinnerung. Salvietta!« Und dazu streckte der Cavaliere zum Gaudium des Publikums aufs Neue grüßend den Arm aus. Auch Mario lächelte. »Früher aber«, flocht er dann rechtlicherweise ein, »habe ich einige Zeit in Porto Clemente in einem Laden bedient.« Es war in seiner Bemerkung etwas von dem menschlichen Wunsch, einer Wahrsagung nachzuhelfen, ihr Zutreffendes abzugewinnen. »Also, in einem Laden für Kurzwaren. Es gab dort Kämme und Bürsten.
erwiderte Mario ausweichend. »Sagt dich's nicht, dass du nicht immer ein Ganymed warst, nicht immer mit der Serviette bedient hast? Noch wenn der Cipolla daneben haut, tu das auf vertrauenerweckende Weise. Sage, hast du Vertrauen zu mir?« Unbestimmte Bewegung. »Eine halbe Antwort«, stellte der Kavaliere fest. »Man gewinnt zweifellos schwer dein Vertrauen. Selbst mir, ich sehe es wohl, gelingt das nicht leicht. Ich bemerke in deinem Gesicht einen Zug von Verschlossenheit, von Traurigkeit und Tratto di Malinconia. Sage mir doch«, und er ergriff zuredend Marios Hand, »hast du Kummer?« »No, Signore«, antwortete dieser rasch und bestimmt. »Du hast Kummer«, beharrte der Gaukler, diese Bestimmtheit autoritär überbietend. »Das sollte ich nicht sehen. Mach du dem Cipolla etwas weiß. Selbstverständlich sind es die Mädchen. Ein Mädchen ist es. Du hast Liebeskummer.« Mario schüttelte lebhaft den Kopf. Gleichzeitig erklang neben uns wieder das brutale Lachen des Giovanotto. Der Kavaliere horchte hin. Seine Augen gingen irgendwo in der Luft umher, aber er hielt dem Lachen das Ohr hin und ließ dann, wie schon ein- oder zweimal während seiner Unterhaltung mit Mario, die Reitpeitsche halb rückwärts gegen sein Zappelchor pfeifen, damit keiner im Eifer erlahme. Dabei aber wäre sein Partner ihm fast entschlüpft, denn in plötzlichem Aufzucken wandte dieser sich von ihm ab und den Stufen zu. Er war rot um die Augen. Cipolla hielt ihn gerade noch fest. »Halt da!« sagt er, »das wäre. Du willst ausreißen, Ganymed, im besten Augenblick oder dicht vor dem besten? Hier geblieben. Ich verspreche dir schöne Dinge. Ich verspreche dir, dich von der Grundlosigkeit deines Kummers zu überzeugen. Dieses Mädchen, das du kennst und das auch andere kennen, diese, wie heißt sie gleich? Warte. Ich lese den Namen in deinen Augen. Er schwebt mir auf der Zunge. Und auch du bist, sehe ich, im Begriffe, ihn auszusprechen. Silvestra«, rief der Giovanotto von unten. Der Kavaliere verzog keine Miene. »Gibt es nicht vorlaute Leute?«, fragte er, ohne hinunterzublicken, vielmehr wie in ungestörter Zwiesprache mit Mario. »Gibt es nicht überaus vorlaute Hähne, die zur Zeit und Unzeit krähen? Da nimmt er uns den Namen von den Lippen, dir und mir, und glaubt wohl noch, der Eitel ein besonderes Anrecht auf ihn zu besitzen, lassen wir ihn. Die Silvestra aber, deine Silvestra. Ja, sag einmal, das ist ein Mädchen, was? Ein wahrer Schatz. Das Herz steht einem still, wenn man sie gehen, atmen, lachen sieht, so reizend ist sie. Und ihre runden Arme, wenn sie wäscht und dabei den Kopf in den Nacken wirft und das Haar aus der Stirn schüttelt, ein Engel des Paradieses.« Mario starrte ihn mit vorgeschobenem Kopfe an. Er schien seine Lage und das Publikum vergessen zu haben. Die roten Flecken um seine Augen hatten sich vergrößert und wirkten wie aufgemalt. Ich habe das selten gesehen. Seine dicken Lippen standen getrennt. »Und er macht dir Kummer, dieser Engel?« fuhr Cipolla fort. »Oder vielmehr, du machst dir Kummer um ihn? Das ist ein Unterschied, mein Lieber. Ein schwerwiegender Unterschied, glaube mir. In der Liebe gibt es Missverständnisse. Man kann sagen, dass das Missverständnis nirgends so sehr zu Hause ist wie hier. Du wirst meinen, was versteht der Cipolla von der Liebe? Er mit seinem kleinen Leibesschaden. Irrtum! Er versteht gar viel davon. Er versteht sich auf eine umfassende und eindringliche Weise auf sie. Es empfiehlt sich, ihm in ihren Angelegenheiten Gehör zu schenken. Aber lassen wir den Cipolla, lassen wir ihn ganz aus dem Spiel. Und denken wir nur an Silvestra, deine reizende Silvestra, wie? Sie sollte irgendeinem krähenden Hahn vor dir den Vorzug geben, so dass er lachen kann und du weinen musst? Den Vorzug vor dir? Einem so gefühlvollen und sympathischen Burschen? Das ist wenig wahrscheinlich. Das ist unmöglich. Wir wissen es besser, der Cipolla und sie. Wenn ich mich an ihre Stelle versetze, siehst du, und die Wahl habe zwischen so einem geteerten Lümmel, so einem Salzfisch und Meeresobst und einem Mario, einem Ritter der Serviette, der sich unter den Herrschaften bewegt, der den Fremden gewandt Erfrischungen reicht und mich liebt,
mit wahrem, heißem Gefühl, meiner treu. So ist die Entscheidung meinem Herzen nicht schwer gemacht. So weiß ich wohl, wem ich es schenken soll, wem ganz allein ich es längst schon errötend geschenkt habe. Es ist Zeit, dass er sieht und begreift, mein Erwählter. Es ist Zeit, dass du mich siehst und erkennst, Mario, mein Liebster. Sage, wer bin ich? Es war greulich, wie der Betrüger sich lieblich machte, die schiefen Schultern kokett verdrehte, die Beutelaugen schmachten ließ und in süßlichem Lächeln seine splittrigen Zähne zeigte. Ach, aber was war während seiner verblendenden Worte aus unserem Mario geworden? Es wird mir schwer, es zu sagen. Wie es mir schwer wurde, es zu sehen. Denn das war eine Preisgabe des Innigsten. Die öffentliche Ausstellung verzagter und wahnhaft beseligter Leidenschaft. Er hielt die Hände vorm Munde gefaltet. Seine Schultern hoben und senkten sich in gewaltsamen Atemzügen. Gewiss traute er vor Glück seinen Augen und Ohren nicht und vergaß eben nur das eine dabei, dass er ihnen wirklich nicht trauen durfte. Silvestra, hauchte er überwältigt, aus tiefster Brust. »Küsse mich«, sagte der Bucklige, »glaube, dass du es darfst, ich liebe dich. Küsse mich hierher«, und er wies mit der Spitze des Zeigefingers, Hand, Arm und kleinen Finger wegspreizend, an seine Wange, nahe dem Mund. Und Mario neigte sich und küsste ihn. Es war recht still im Saale geworden. Der Augenblick war grotesk, ungeheuerlich und spannend. Der Augenblick von Marios Seligkeit. Was hörbar wurde in dieser argen Zeitspanne, in der alle Beziehungen von Glück und Illusion sich dem Gefühle aufdrängten, war nicht gleich am Anfang, aber sogleich nach der traurigen und skurrilen Vereinigung von Marios Lippen mit dem abscheulichen Fleisch, das sich seiner Zärtlichkeit unterschob, das Lachen des Giovanotto zu unserer Linken, das sich einzeln aus der Erwartung löste. Brutal, schadenfroh und dennoch, ich hätte mich sehr täuschen müssen, nicht ohne einen Unterton und Einschlag von Erbarmen, mit so viel verträumtem Nachteil, nicht ganz ohne das Mitklingen jenes Rufes Poveretto, den der Zauberer vorhin für falsch gerichtet erklärt und für sich selbst in Anspruch genommen hatte. Zugleich aber auch schon, während noch dies Lachen erklang, ließ der oben Geliebkoste unten neben dem Stuhlbein die Reitpeitsche pfeifen und Mario, geweckt, fuhr auf und zurück. Er stand und starrte hinübergebogenen Leibes, drückte die Hände an seine missbrauchten Lippen, eine über der anderen, schlug sich dann mit den Knöcheln beider mehrmals gegen die Schläfen, machte kehrt und stürzte, während der Saal applaudierte und Cipolla, die Hände im Schoß gefaltet, mit den Schultern lachte, die Stufen hinunter. Unten, in voller Fahrt, warf er sich mit auseinandergerissenen Beinen herum, schleuderte den Arm empor und zwei flach schmetternde Detonationen durchschlugen Beifall und Gelächter. Alsbald trat Lautlosigkeit ein. Selbst die Zappler kamen zur Ruhe und glotzten verblüfft. Cipolla war mit einem Satz vom Stuhle aufgesprungen. Er stand da mit abwehrend seitwärts gestreckten Armen, als wollte er rufen, »Halt, still, alles weg von mir. Was ist das?« sackte im nächsten Augenblick mit auf die Brust kugelndem Kopf auf den Sitz zurück und fiel im übernächsten seitlich davon herunter, zu Boden, wo er liegen blieb, reglos, ein durcheinandergeworfenes Bündel Kleider und schiefer Knochen. Der Tumult war grenzenlos. Damen verbargen in Zuckungen das Gesicht an der Brust ihrer Begleiter. Man rief nach einem Arzt, nach der Polizei, man stürmte das Podium. Man warf sich im Gedränge auf Mario, um ihn zu entwaffnen, ihm die kleine, stumpfmetallene, kaum pistolenförmige Maschinerie zu entwinden, die ihm in der Hand hing und deren fast nicht vorhandenen Lauf
das Schicksal in so unvorhergesehene und fremde Richtung gelenkt hatte. Wir nahmen nun also doch die Kinder und zogen sie an dem einschreitenden Karabiniere-Paar vorüber gegen den Ausgang. »War das auch das Ende?« wollten sie wissen, um sicher zu gehen. »Ja, das war das Ende«, bestätigten wir ihnen. »Ein Ende mit Schrecken, ein höchst fatales Ende. Und ein befreiendes Ende dennoch. Ich konnte und kann nicht umhin, es so zu empfinden.«